oh. Hallo. Hab euch gar nicht gesehen. Kleinen Moment noch. Schönen guten Mittag, alle. Schmeckt dir das auch? Schmeckt dir das? Der Geschmack nach etwas Großem. Etwas Großem, was heute ansteht, meine Damen und Herren. Ich bin gekommen. Zu euer allen Seelenheil. Die Zeugen Spandaus. Heute in Europa zu verbreiten. Eventuell stechen wir einen Papst ab. Eventuell besetzen wir ganz Europa. Eventuell werden wir den Katholizismus ausrotten. Wir haben heute mehrere Optionen, diesen Crusader Kings 3 Spielstand zu beenden. Ich gebe zu, es ist schon jetzt ein Weilchen her, seitdem die letzte Folge kam. War eine sehr taffe Zeit mit krassen Produktionen, wo ich sehr involviert war. Deswegen habe ich eher zurückgegriffen auf sowas Rundenbasierten, was man mal schnell aufnehmen kann. Zum Beispiel einen Stronghold-Kreuzzug, eine Runde WoT, weil das einfach nicht 4 Stunden Zeit frisst. So, aber ich hatte eine Abstimmung gemacht hier auf dem Zweitkanal. Ihr habt, also alle treuen Zuschauer des Zweitkanals haben da ja im Community-Feed auf YouTube abgestimmt. Habe ich recht? Weil wenn man das nicht gemacht hat, dann braucht man sich auch nicht beschweren, nicht wahr? Das war schlau von mir. Also ich habe euch abstimmen lassen. Sollen kleinere Parts kommen, eine Stunde. Sollen längere Parts kommen, aber dafür jetzt eine Weile pausieren. Oder soll erstmal ein kompletter Break kommen und dann ein fetter Abschlussstream. Ihr habt by far für einen fetten Abschlussstream gestimmt und hier bin ich. Wir gehen mal rein. Es ist ja auch für mich jetzt... eine Weile her. Auch ich muss erstmal wieder reinfinden, denke ich. Auch die einzelnen Mechanics. Es kamen ein paar Patches. Ich schätze mal, auch schon beim letzten Mal kam ich auf einige Patch-Änderungen nicht klar, weil ich die einfach nicht wusste. Ich bin sehr gespannt. Guck mal, das ist jetzt rot. Die Schrift ist jetzt rot. Das ist Alarm, ne? Sie haben Notifications. Okay, also. Lagebesprechung. Ich mache euch erstmal kleiner. Denn, wenn ich das hier ausklappe, ja, so geht's aber, denke ich. Ja. So, Lagebesprechung. Wir haben große Teile Europas besetzt. Befreit. Befreit, ist ja klar. Wir haben eine Religion gegründet, Zeugen Jehova, Zeugen Spandaus. Da haben wir die Reformation jetzt auch schon ganz schön vorangetrieben. Nee, ist ja gar keine Reformation. Wie nennen wir das? Gibt es dafür einen Oberbegriff? Religionsübergreifend? Nennen wir es Inquisition. Ja, wir haben die Inquisition hier in Europa vorangetrieben. Alter, der Chat, Jungs. Bei dem Tempo keine Chance. Wir haben 5000 Gold. Wir haben ordentlich Truppen. Die sind jetzt aber gerade ein bisschen dezimiert worden. Wir haben, liegen so bei 23, bald 24.000 Truppen wahrscheinlich. Kriege haben wir gerade keine. Wir haben hier viele Teile jetzt von... ja, Belgien, Frankreich, also Benelux und Frankreich, heutige Benelux und Frankreich, schon einverleibt, das ist das Wort. ich denke, da werden wir ansetzen. Also, Dankeschön. Ich bin ehrlich.
Wir streamen heute Open End. Und dieses Spiel kostet Zeit. Ich will heute auf jeden Fall zu einem Ende kommen, damit wir jetzt ein schön rundes Ende haben. Wir haben da mehrere Optionen. Weil ich glaube, alles werden wir nicht schaffen. Ich meine, ich kann auch mega tryharden. Ultra, ultra krank tryharden. Und alles versuchen. Aber ich glaube, also, Option 1, ne, Europa erobern. Bedeutet, Schottland, Spanien, Frankreich, Italien. Ja, und dann hier so den Osten ein bisschen, ne? Eindämmen. Da ist das Problem, selbst wenn ich übel durchrasiere, gut, Skandinavien ja eigentlich auch, ja gut. Selbst wenn ich übel durchrasiere, muss ich trotzdem immer warten, dass ich Kriegsgründe habe und dass Friedensverträge, die man nach einem gewonnenen Krieg schließt, wieder auslaufen. Das heißt, zeittechnisch kann ich, glaube ich, das heute eventuell gar nicht schaffen. Versteht ihr? Weil man braucht ja in diesem Spiel, man kann ja nicht einfach angreifen. Es sei denn, wir stülpen unsere komplette Religion um, aber dafür habe ich nicht genug Frömmigkeit und, oder? Ja, und eigentlich, ich will den jetzt auch nicht, ich will, unsere, sind wir ehrlich, unser Glaube ist der einzig wahre und der ist richtig nice und der macht Bock. Und ich will den jetzt nicht nur auf Krampf umgestalten, um hier möglichst schnell alles erobern zu können. Das ist irgendwie auch nicht Sinn und Zweck. So, das ist Option 1, wo es schon ein bisschen auf der Kippe steht. Option 2, wie man Pontifikat zu einen Haufen Scheiße. Sprich, wir greifen da an, räumen den Laden aus, nehmen den Hannes gefangen, foltern ihn, foltern seine Kinder, hat er nicht, seine Freunde, sein ganzes Volk, wir foltern die, bis die alle crazy werden. Wir machen die richtig lang. Option 3. Kann man daran auch anknüpfen? Katholizismus komplett wegknallen. Ja. Das sind die drei. Boah, da musste ich fast kotzen. Das sind so die drei Optionen. Was sagt ihr? Ich glaube, alles drei schaffen wir nicht. Gerade das mit Europa erobern. Ich meine, wir werden trotzdem hier Ackermatch machen, keine Frage. Aber ich glaube, wir schaffen es heute nicht, selbst Open End ganz Europa einzunehmen. Wir könnten eine Abstimmung machen. Aber ja, sagt gerne erstmal euren Eindruck. Pontifikat vernichten, brauchst du ganz Italien. Ist das so? Ist das so? Also ich habe ja keinen Plan. Das ist ja ein theokratisches Reich vom Königreichrang. Also ist ja was sehr Spezielles, was ich in meinen 200 Spielstunden noch nie angegangen habe. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir den wegmachen, wandert das einfach irgendwo anders hier hin, wa? Im Kulturraum. Das Ding ist, pass auf, ich habe eine Idee. Wir machen es folgendermaßen. Wir werden den Katholizismus ausrotten. Weil, guck mal, da fällt zum Beispiel ganz Spanien weg. Und einige Teile von Europa. Das könnten wir mit kriegerischen Tätigkeiten durchaus heute schaffen. Also alles, was weiß ist, wegradieren. Die Leute, die einfach an den falschen Gott glauben, die werden aufgeschnitten. Das wäre so der Prozess. Und im Zuge dessen machen wir natürlich hier auch unser Hauptziel weg. Und ich denke, damit fangen wir an, weil, wenn die ihre heilige Stätte Rom verlieren, ist schon mal heikel für die. Und wir nehmen direkt zum Start das Herz raus. Kriegerisch betrachtet. Ne, also so 2 und 3 quasi. Wir machen einfach 2 und 3 und Europa so on-site. Ist ja damit auch verbunden ein bisschen. Ich glaube, wir schaffen es einfach nur nicht, hier ganz Europa heute zu knacken.
Also was heißt zu knacken? Aber einzunehmen. Klar? Steht die Mission, oder? Irgendwelche Einwände von euch? Ich habe einen Live-Chat, den muss ich mal irgendwie... Habe ich den Chat im neuen Fenster. Sehr geil. So. Klingt das nach was? Indiana Jones-like. Was? Nee. Der Hexenzirkel, das wäre ein Projekt, was wirklich noch einige Sessions bräuchte. Wir haben ja letzte Folge das angefangen und haben gesehen, es dauert einfach Lichtjahre. Okay. Gut. So. Dann nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben hier gespart auf den letzten Abschnitt 80 Jahre und mehr. Genau, Lebenserwartung plus 5. Ich bin ehrlich, brauchen wir heute nicht. Oder? Brauchen wir eigentlich heute nicht? Ich würde hier lieber schauen, dass wir irgendwas jetzt skillen. Können wir mehrere Punkte skillen. Wir haben ja 4600 Punkte. Was uns heute hilft. Kriegsgrundkosten minus 20% wäre zum Beispiel was. Kontrollzuwachs auch nicht schlecht. Feindselig komplett. Okay. Ich glaube, die beiden hole ich mir. Zack. Haus von Kriegern. Voila. Zack. Okay, nice. Jetzt könnten wir noch Volksmeinung plus 5. Oder wir sparen auf... Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das schaffen wir nicht heute. Oder? Ah, doch. 1500 grinden? 2400 grinden. 2356 grinden. Könnte man schon schaffen. Ja. Der Rittervorteil ist... Ballert, ne? Ballert. Okay, so. Was haben wir für... Wie ist die derzeitige Lage? Westfranken an Königin Jutta. Nee. Würde ich nur machen, wenn die... Wenn da Alarm im Darm ist. Versteht ihr, wie ich meine? Oh, scheiße. Das ist der Fall. Vasallenbande ändern. Alter, hier gibt es neue Sachen. Kann man direkt anklicken, wie nice. Also, die mag mich gar nicht, ist aber verschreckt. Genau, deswegen wird die nichts wagen. Aber die mag mich überhaupt nicht. Königin Tamina von Bayern. Die mag mich auch nicht. Oh, hier mag mich eine ganze Reihe von Leuten nicht. Warum denn nicht? Eieiei. Stimmt, war da was? Hatten wir gerade noch ein paar Probleme innerorts, sag ich mal. Ich mach erstmal an. Ja, wobei. Wie ist die Fraktionslage? Eigentlich recht ruhig. Ah. Die können keine Fraktion. Genau, weil die. Weil das Freunde, Affären, Gefangene oder Verbündete sind. Okay. Also ich muss fleißig, glaube ich. Ich denke, das kriege ich in Griff. Generell, wenn ich einfach weiter Festmäler mache. Das ist jetzt nichts super Dramatisches. Schauen wir mal. Also Titel vergeben? Nein. Wenig Kontrolle in Gemeinden. So. Genau. Wie sieht es da aus? Ich hatte ja auch das Problem, dass ich... Ja, Mann, das war scheiße. Ich erinnere mich. Wir haben ja hier alles verloren von uns. Alter, wie mächtig ich einfach bin. Guck dir das an, was hier von mir abgeht. Voila.
Wir haben ja weite Teile unseres Herzogtums verloren. Ich erinnere mich an unsere ganzen Drecksgeschwister. Und da hatte ich, glaube ich, einen Plan. Oh Mann, das ist jetzt ein bisschen doof, weil das alles ein bisschen her ist natürlich. Also wir haben nur noch diese drei Grafschaften. Korrekt. Domänen. Ah ne, wir haben hier noch was. Okay. Das können wir aber abgeben. Und hier. Ja, weil wir hier gerade Krieg geführt hatten. Und hier haben wir noch was. Okay. Was war der Plan, um die uns wieder zu holen? Wisst ihr das noch? Wie war denn das? Was war denn da mein Plan? Druckmittel veröffentlichen, Titel aberkennen. Genau, danke. Ich erinnere mich. Ich wollte die erst irgendwie... Ich hatte erst einen anderen Plan, aber das war falsch. Ich erinnere mich. Ich war schon voll weit mit irgendeinem anderen Plan, habe dann aber gemerkt, es bringt gar nichts. Genau, ich wollte die erpressen und habe das Druckmittel eingesetzt, um den Titel abzuerkennen, aber das ist falsch. Ich muss die Druckmittel veröffentlichen. Ja, wenn ich die töte, bringt das leider nichts, weil die haben... Also Haupterbe, wir können uns das mal angucken. Grafschaft. Guck mal, da bin ich erst an vierter Stelle. Bringt nichts. Ich kann, das sind 1000 Geschwister, ich kann die nicht alle mit ihren ganzen Erben abstechen. Ich muss Titel aberkennen und Ansprüche fingieren. Genau. Beides, richtig? Ja. Oh, danke, Mann. Gut, dass ich euch hab. Ausnahmsweise mal, ne? Also. Als erstes holen wir uns... Ist eigentlich egal. So. Genau, der ist noch dabei. Sehr gut. Und Kultur. Titel eingliedern. Ja. Ach nee, das hatte ich hier. Gemeinde bekehren. Hm. Nee, aber wir wollen erstmal unsere Sachen hier zurück. Genau. So, und jetzt erinnere ich mich auch, bei der Nachfolge haben wir die letzte Folge, glaube ich, damit beendet, dass wir jetzt Großteilung hatten. Richtig? Geil. Das ist schon richtig gut. Weil dann passiert das nicht nochmal. Das müssen wir jetzt einmal wieder eintreiben alles. Und dann passiert das nur noch erstmal im kleinen Maße. Wenn wir dann aber kulturell ins Spätmittelalter gekommen sind, dann können wir nämlich Primogenitur erforschen und dann aber das Problem gar nicht mehr. Nicere. Gut. Windmühlen. Ja, wir wollen jetzt sehr viel Krieg führen, deswegen würde ich, glaube ich, umdisponieren für jetzt erstmal auf Bliede. Blieben. Ja. Okay. So, was haben wir noch? Kontrolle, genau, Kontrolle. Mein Rat. Mehr Kontrolle in Gemeinden. Ach, das sind meine neuen Sachen, ne? Ja, ist die Frage. Französisch. Katholik. Was? Frech. Das ist französisch-katholisch? Da machen wir Kontrolle. Das ist die Frage. Wenn der Lehnsherr. Also, ne, Kultur dieser Grafschaft ist französisch, Glaube ist katholizistisch, katholisch, lol. Und wenn ich da jetzt für Kontrolle sorge, nimmt dann die Grafschaft die Kultur, zumindest den Glauben des Lehnsherren an, durch Ausübung von Kontrolle? Nee, das ist, glaube ich, nur Korruption, ne? Ah, war nur ein Gedanke. Ich glaube nicht, das ist nur wegen Korruption, ne? Mach mal ein bisschen schneller. Entspann dich mal, Max, lol. Zeig mal, wie groß dein Land ist. Spandau. Ne? So, okay. Wir klappern... Ey, Leute, ganz entspannt. Wir klappern jetzt eine Sache nach der anderen ab. Gottes Gnadentum, das ist wahrscheinlich... ein Skill, ne? Nein, no. Okay, alles klar. So, ich glaube, das sind halt diese Kackgrafschaften, die ich jetzt gerade erobert habe. Die will ich eh nicht halten. Scheiß mal auf Kontrolle. Ich will lieber Befehlshaber ausbilden und geilere und mehr Ritter bekommen. Wir können auch Anspruchsteller mal einladen, theoretisch, mathematisch. Oder wir gehen auf Sagenumwoben. Aber wenn ich das ja mache, geht der Fortschritt ja nicht zurück. Ne? Ich verliere nur Prestige, oder? Zack. Sehr gut. Ja.
So. Folgende Fraktion hat sich aufgelöst. Sehr gut. So, was haben wir noch? Kontrolle in Gemein. Abhaken. Kann Vasallen zum rechtmäßigen Lehnsherr übertragen. Nein, das machen wir auch erst, wenn es Stress gibt. Scheiß auf den Malus. Das sollte man erst machen, wenn man am Cap ist mit Vasallen, I guess. Das ist egal. Titel können geschaffen werden, ist egal. Familienmitglieder können heiraten. So, Tochter. Was ist denn unser krassestes Kind? Wer ist denn unsere Nachfolge? Er hier. Das hatten wir beschlossen, ne? Falco. Kerngesund, stattlich, Genie. Das ist schon alles sehr nice. Henno, du Postkartenmaler. Jemand hat gerade was angesprochen. Nee, ist egal. Bündnis aushandeln. Ach, das ist dieser Lappen, ne? Mit seinen 500 Truppen. Ja, komm, nee. Vormund für Kinder. Achso, ja, Kinder. Okay, also da truste ich jetzt mal auf den alten Stand. Das ist der krasseste. Gut. Tochter. Bündnismacht. Haben wir hier nicht schon ein Bündnis? Mit ihr? Ja, sehr gut. Dann brauchen wir das nicht. Ich kann sie einfach mit meinem Halbbruder Cousin und Ehemann verheiraten. Ja. So, was ist das hier? Gerne. Das ist doch ein guter Deal. Matrilin, ja. Ehre. So. Dann er hier. Ah, das ist der Inzuchtboy. Gerold. Bündnismacht. Schmeckt. Schmeckt. Ja. Schmeckt. So, dann haben wir das. Vormund für Kinder. Ja, ist mir scheißegal. So, ein Kalle. Ist mir auch scheißegal. Abfahrt. So. Verbrecher können eingekerkert werden. Das machen wir direkt. Und ich erinnere mich, so, Skillung. Wo waren wir gerade dran? Genau. Also, wir hatten auf gesunder Körper geskillt und hatten das abgeschlossen. Und jetzt hatten wir auf göttliche Vergeltung geskillt, weil jetzt wollten wir richtig durchfoltern. Ich erinnere mich. Ihr verliert weder Frömmigkeit noch Klerus Meinung, wenn ihr andere foltert oder hinrichtet. Und gleichzeitig erhöhen wir unsere Attribute, wenn wir das machen. Und am Ende der letzten Folge... Nein! Ich wollte das Offscreen machen, die alle durchfoltern. Richtig? Bin ich done? Irgendwas wollte ich Offscreen machen. So, wir haben hier einen Vasall. Mhm. Armer Kalle. Ja, muss er durch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das. Er hier, anderer Glaube und Französisch hinrichten. Zack. Französisch-katholisch. Ja, wir müssen auch ein bisschen gucken, ob wir die rekrutieren können. Neuen Kampfgeschick. Bekehrung, rekrutieren. Ja. So, was haben wir hier? Katholisch-Französisch. Umbringen. Ja,
die Franzosen, die werden ausgerottet. Bin ich ehrlich. Warte, können wir den erstmal foltern? Hey, warte mal, wie können wir denn... Ach ja, hier. Sehr gut. Ja. Gerne. Ihr habt finstere Erkenntnisse Ränkespiel erhalten. Ja, aber was hat sich erhöht? Ach, Ränkespiel. Sehr gut. Nice. Siehst du? So, dann... Der hat auch noch... Okay, den foltern wir jetzt auch weg. Nochmal Ränkespiel. Alter, 22, Ehre. So, Alessandro, wer bist du? Okay, der ist ein Schwächling. Jetzt gucken wir mal. Achte mal hier auf die Stats. Foltern. Hat nichts gebracht. Der ist Zeugen Spandau und Gelisch. Der war wahrscheinlich einfach nur ein Verbrecher. Rekrutieren. König Karel von Friesland. Wen haben wir da eingepackt? Aha. Den... Okay, der hat ganz schön Scheiße gebaut, Digga. Den würde ich sagen, machen wir für Lösegeld. Na, wobei, die mögen mich ziemlich. Ich glaube, ich lasse sie einfach so frei und dann kriegt er Meinung. Sehr gut. So, dann haben wir hier einen Bürgermeister von Bonn. Was hat denn der für Scheiße gebaut? Können wir foltern? Machen wir. Geil, nochmal Ränkespiel. Jetzt müssen wir 23 haben. Ehre. Alter. So, und hinrichten, komm. Ach nee, gut. Dann... Ach, er wird gefoltert. Wer ist das? Alter, die ist ja voll im Ass. Holy shit. Was ist das für ein ausgemergeltes Gesicht? Wer ist sie denn? Ist sie irgendwie relevant? Ist das meine Dynastie? Lassen wir mal frei, wa? Oder? Ja, lass mal frei. So, dann die Anne. Französisch. Oh, oh. Und keine Verwandten. Foltern. So. Kampfgeschick erhalten. Es ist ja... Also das ist ja so nice. Holy shit. So. So, die werden hier alle durchgefoltert. Sehr gut. So, und du... Jetzt werden die alle rekrutiert. Bündnis geschmiedet. Genau, jetzt werden erstmal hier, jetzt wird erstmal alles abgearbeitet, was ich hier gemacht habe. Oh. Oh, 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 was passiert? Kriegerorden gegründet, König Sterzig, geiler Typ. So, einkerkern. Jetzt das Fenster weg. Hier ist es. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und euch mir bei Anspruch, Herzogtum, bla bla bla. Na gut. Muss ich, weil sonst verliere ich einfach ultra viel Dings. Okay, geil. Die bumsen sich untereinander. Besser geht ja nicht. Gerne. So, Herr Bürgermeister, ich würde Sie jetzt gerne freilassen. Machen wir mal mit Druckmittel, ne? Muss ja ein bisschen Druck hinter sein. So, jetzt habe ich die alle durchge... Oh, wir sind auf der Jagd. Jagdtrophäe, das wäre nice. Gibt Prestige pro Monat. Tiburger. Aha. Oder 20 Schrecken. Machen wir mal 20 Schrecken, Abfahrt. So, jetzt können wir die auch töten alle. Hinrichten. Abfahrt. Scheiß Inselchristentum.
So, dann Bürgermeister, genau, du hinrichten, Digga. Zack. So, jetzt klärt sich das doch hier, ist doch schön. Öltum von deiner Mutter. Oh, meine Kultur. Meine Dynastie. Lass mal frei, ist doch klar. Geiler Typ. Zack. So. Und du willst einen Haufen Scheiße hinrichten. Zack. Kopf ab. Wer bist du? Kopf ab. Nee, warte mal. Ja doch, Kopf ab. Und der Bürgermeister. Genau, das ist neue Arbeit. So. Schrecklicher Herrscher. Muss auch mal sein, ne? So. Okay. Jetzt haben wir erstmal den Kerker geklärt. Das ist erleichternd. Das ist ähnlich wie Pickel ausdrücken, aufräumen. Sehr belohnt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jagd läuft gerade, danach direkt fest mal, sobald es geht. Müssen wir dran denken. 2 Jahre, erinnert mich dran. Ränkespiel. Persönliche Komplotte. Ach, guck mal. Was läuft hier gerade? Bekehren. Ah, der Gehörnte. Scheiß drauf. Brechen wir ab die Mission. Anspruch fingieren und hier wird jetzt geschnuppert. So, was kann ich bei dir machen? Druckmittel verfügbar. Lol. Ach so. Dann? Wer ist er? Prinz Hendrik. Hendrik, ey, tut mir leid. Da. Kann ich nicht. Weil ich schon eingesetzt habe. Genau. Was können wir dann... Ja, was können wir dann machen? Ich kann mir einfach... Wurde bereits geändert. Ja, okay. Dann einfach nur Geheimnisse aufspüren. Wir hoffen auf das nächste und werden es dann public machen. So. Ansonsten, wie steht es um unsere Truppen? Königreich von Alba. Da können wir dann mit einem Schlag alles holen, richtig? Das ist sehr nützlich. Die wird rekrutiert an den Hof. Aber die mag mich gar nicht. Junge, Junge. Kusshand. So. Dann wirst du direkt mal bestochen. Hier. Wir machen mal beeinflussen. Dann machen wir Geschenk. Mit Kusshand. So. Nice. Bekehrung verlangen. Bitte. Komm. Ja. Was ist das überhaupt? Zaidia. Nordisch. Scheiß Vikings. So. Spandauisch. Sehr gut. Das läuft. Jagd zu Ende. Auch geil. So, was haben wir hier jetzt noch am Hof eigentlich? Müssen wir mal kurz checken. Anspruch auf eine Grafschaft. Grafschaft, Junge. Grafschaft, Grafschaft. Färbliche Eigenschaft. Scheiß drauf. 18 Diplomatie. Ja. Ist okay. Anspruch Grafschaft, vererbliche Eigenschaft, okay. Irgendwer richtig krass Kampfgeschick. Wo steht denn das nochmal? Hier? Nee, das ist Kriegsführung. Nee, das würde dann hier auch hervorgehoben werden. Okay. Truppen, wie steht's um die Truppen? Wir haben 2 Kriegerorden inzwischen. Deutschkriegerorden, Orden von deiner Mutter. Armeen. 11 Ritter. Ratsmarschall. Ist die nicht viel zu krass und wertvoll? 24 Kriegsführung. Aber die klatscht halt trotzdem rein, ne? Kampfgeschick auch. Ne, lieber verbieten. Safety first. Ihr könnt alle sterben. Ja, auch sowas wie Halbbruder und Cousin. Meine ganzen Geschwister kann ich doch einsetzen. Ah, ne, die sind nicht an meinem Hof. Oder? Ne, wait. Habe ich nicht meine ganzen Geschwister, die ich zwingen kann? Papo verbieten, sehr gut. Der hat 19. Zwingen, sehr gut. Und bekehren. Generell, ich muss auch gleich nochmal meinen ganzen Hof bekehren. Höfling von euch, zwingen. Zack. Ach so.
Nein, erlauben. Sonst wären hier oben jetzt... Es müssen schon die Babos ran, ne? So. Aber irgendwas verbieten... So, Halbbruder. Guck mal. Guck mal. Der hat doch was, was mir gehört, oder? Das gehörte doch mir, oder? Welches Herzogtum ist das? Wie komme ich jetzt nochmal zum Herzogtum? Das ist das Bistum. Teil von... Ah. Ja, Tatsache. Der wird in die Schlacht geschickt. Generell, meine Geschwister müssten hier unten irgendwo sein. Bruder, Schwager, Vasall. Nee, der hat was anderes. Oh, dass man die Fenster hier nicht schieben kann, ne? Das ist ein bisschen wack. Ratsprediger verbieten. Ratsspitze verbieten. Schwägerin, Vasall. Ja, die mag mich nicht, ne? Halbbruder. So, da haben wir doch einen, oder? Nee, doch nicht. Wir müssen hier auf die Bereiche gucken. Ist halt nervig. Nee. Halbschwester. Sohn und Neffe. Gast. Gast, Gast. Vasall, Vasall, Vasall. Bruder. Da ist er. Zwing. Halbbruder und Schwager. Zwing. Da haben wir sie doch alle. Ich meine, wirkt sich negativ auf unsere Schlachten aus, aber wenn wir Glück haben, sterben die alle. Guck mal, die Jutta hasst mich auch richtig. Müssen wir zwingen. Das ist einfach das beste Tool. Halbbruder. Zack, zwingen. So, da sind wir. Sehr gut. Okay, achso, ja. Truppen generell noch nicht ausgehoben. Was haben wir denn hier nochmal? Mangonellen sind das, ne? Ja, sehr gut. Gepanzerte Reiterei. Auf maximaler Stufe. Ehre in den Arsch. Wir können trotzdem mal Fett erhöhen, weil... Wobei, wir gucken mal im Kriegszustand, wie das wäre. Aber wir kriegen so viel Ablassbriefe. Also wir schwimmen im Gold, ne? Ambroschützen kann ich noch nicht, ne? Gut. Gut, I guess. Ach komm, YOLO. Was soll der Geiz? So. So, wir tanken jetzt ein bisschen Truppen. Festmahl, Henno. Kann ich noch nicht. Erst in 2 Jahren. Ja. Gut. Ich wollte meinen Hof noch bekehren. Ja, am Anfang ist erstmal ein bisschen Aufräumarbeit. So, du musst bekehrt werden. Du musst bekehrt werden. Der will nicht. Geschenk. Jetzt, oder? Immer noch nicht. Frech. Dann später. Vielleicht stirbt er in der Schlacht. So. Ablassbrief. Rein. So, die betteln sich untereinander. Das ist nice. Anspruch auf Emirat von Sevilla. Schmutz. So. Also. Wir haben's. Jetzt haben wir alle Vorbereitungen getroffen für den heutigen Abend, Nachmittag, Abend. Und fangen an zu zocken. 2 Jahre. Wir müssen eigentlich... es gibt jetzt... Mir wurde gesagt, es gibt jetzt einen Knopf. Es gibt jetzt einen Knopf, um hier alle Mitteilungen wegzumachen, oder? Hattet ihr gesagt. Alter, neue Sounds. Heftig. 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 Lösegeld. Ja, gerne. So, Krieger erklären. Wir müssen eigentlich direkt anfangen. Noch ein Kriegerorden. Alter, Ehre. Druckmittel gegen Helenes verfallen. Passiert im Westen. So. Können wir Krieg machen? Nein. Genau. Da läuft jetzt gerade noch Waffenstillstand aus. Was ist hier? Achso. Ja, wir tanken erstmal Truppen. Alles gut.
Ist eine Mod. Ach so. Scheiße, schade. Okay, dann lassen wir erstmal laufen. Das Spiel zocke ich gerade aktuell nicht privat, nee. Ich habe das halt innerhalb von kürzester Zeit auf 200 Stunden geboxt. Und jetzt gerade bin ich privat mega drin in World of Tanks und in FIFA. Das sind so gerade die Games, die ich hardcore suchte. World of Tanks kriegt ihr ja hier auf dem Kanal ein bisschen mit. Ja, bevor ich jetzt hier Krieg mache, lasse ich erstmal meine Truppen regenerieren. Das seht ihr oben rechts. Die regenerieren sich gerade. Bist du ein Biertrinker? Ich trinke auch mal Bier, ja. So. Holy shit. Ich könnte hier einen Kreuzzug machen. Gegen Katholiken. League of Legends zocke ich nicht, nee. Ja, ja, ich bin bei FIFA krass am Traden. Ich habe jetzt schon 4 Millionen Transfererlös. So viel hatte ich FIFA 19 nicht zu dem Zeitpunkt. Letztes Jahr habe ich ausgesetzt, weil da WoW Classic anstand. Bist du ein Absinth-Trinker? Nee. Scheiße, die hat nichts gefunden. Okay, ja, das Ding ist, wir haben ja auch schon Druckmittel gegen sie. Dann suchen wir mal hier. Bei ihm. Würdest du FIFA auch mal streamen? Also, wir sind gerade ein bisschen in Absprache. Und es wird wahrscheinlich hier auf dem Zweitkanal einfach ein bisschen FIFA-Content mit Kalle kommen. Aktuell bestehen meine Abende oft darin, entweder ich zocke WoT mit meinem Clan oder alleine. Oder ich zocke mit Kalle Co-op Division Rivals in FIFA, das quasi ranked. Und das ist so witzig, wir beleidigen halt alles durch. Kann man eigentlich so nicht zeigen. Aber ist witzig. Und wenn man das ein bisschen entschärft in der Tonalität, kann man das, glaube ich, hier auch sehr gut auf dem Kanal bringen. Muss man hier Mitglied sein oder was? Was? Ich habe auf dem Kanal keine Mitgliedschaft aktiviert. Alter, was habt ihr... Achtung. Vivi Lufix Jesh. VV Lufix Jesh. Ja, die Vulpix-Reformation hat begonnen. Ein oder zwei Kreuzzüge werden dafür sorgen, dass diese Helden uns in Ruhe lassen. Okay, die macht Auge. Also, sorry, ich... werde dieses Wort nicht im Mund nehmen, weil ich habe nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie man das aussprechen soll. Alter. Das klingt wie eine übelste Krankheit. So. Gut. Armee gleich voll. So, wie ist hier die Lage? Wie machen wir das? Einfach direkt rein über die Länder oder buddeln wir uns vor? Eigentlich können wir uns vorbuddeln. Guck mal, sowas ist doch komplett unabhängig. Da können wir einfach drüber rollen. Der hat nicht mal Verbündete. Rein. Grafschaft.
Ansprüche. Wir haben ja Ansprüche von ihr. Sie ist in meinem Reich. Ehre. Mach ich gerne. Zack, rein. Jetzt geht's wieder ab, Leute. Dios wohl den Chat, Freunde. Hier ausheben. Hä? Was ist das? Das ist neu. Kam das durch ein Patch? Kann man nicht mehr in einer Grafschaft alles ausheben, weil da nicht genug Versorgung ist, oder was? Hä? What? Alter, hat die wieder nichts gefunden? Ey, ist die unfähig? Dann such da. Sehr gut. Also das weiß ich nicht, was ich davon halten soll, bin ich ehrlich. Also ernsthaft, was soll der Scheiß? Kuriositäten aus fernen Ländern. Landen. Wegen Versorgung, ja. Alles, oh Gott. Genauso ist das jetzt, Henno. Okay, muss man immer drauf achten, bevor man aushebt. Scheiße. Als ich in den örtlichen Märkten Als ich den örtlichen Markt besuche, fällt mir eine Händlerin aus einem fernen Land ins Auge. Imagine. Sie liegt da so auf dem Marktplatz und dann fällt ihr eine Alte ins Auge. Kommt näher, kommt doch näher, bewundert Schätze, die noch nie zuvor jemand in diesen Landen erblickt hat. Es war alles andere als einfach, diese Prachtstücke aus dem Land zu schaffen. Ich musste beim Schlafen stets Auge machen. Diese Händlerin konnte mir mehr zu bieten haben als nur Wunder aus der Ferne. Wallach mit Hamdullach. Es ist sicher spannend, wenn man so viel reist, wie ihr das tut. Sie wird mir erzählen, was sie weiß. 30% Wahrscheinlichkeit. Grafschaft von Köln. 5 Jahre hat Händler bedroht. Ihr verliert Geld. Noch wachsamer. Reingespielt. Ja, dann. Geld habe ich genug. Wir malen die Safe-Variante. Steuerung halten. Ausheben. Okay. So ein Opfer. Junge, Max LOL. Was willst du hier? Was willst du von mir? Ich habe dich jetzt schon mehrmals im Chat gesehen, wie du einfach nur destruktive, toxische Scheiße hier reinbaust. Komm, ich gebe dir jetzt eine Chance. Schreib mir irgendwas Positives. Komm, Max Loy. Hau mal raus. Bist du bestimmt ein Guter. Oh, shit. Was für ein Geheimnis. Da bin ich jetzt gerade... Nee, komm. Da will ich jetzt gerade mich nicht drauf konzentrieren. Zack. Oh. Wollen jemanden ermorden. Max LOL! Hallo! Och, Micha, warum hast du ihn jetzt gebannt? Ich will doch vorher noch mit denen immer spielen. An die heitere Kaiserin Tamina von Spandau. Ich fordere euch. Ja. Komm, Krieg rein in die Scheiße. Ungesunde Beziehung. Mein Halbbruder Prinz Brunnen. Der muss weg. Sehr gut. Und sein Gefolge halten ein Stück weit von Köln inne. Bevor ich Zeit habe, einen Gesandten zu schicken, wird etwas aus ihrem Lager in Richtung meines Sitzes geschleudert. Eine verschimmelte Leiche. Geschunden von Krankheit, fällt vom Himmel. Ihre Haut ist entstellt von Ausschlag und Beulen, die ich mir sogar hier aussehe. Sie lammt mit einem schmatzenden Geräusch und schon ist alles voller Blut. Sind die dumm? Sammelt ihn ein, wir schleudern die Leiche umgehend zurück. Hey, was will er von mir? Hä? Der schleudert einfach einen komplett ekligen, krankheitverseuchten Leichnam in meinen Hof? Hat der Lack gesoffen? Sammelt ihn ein, wir schleudern die Leiche umgehend zurück.
Aber sofort. Neuer Sound. Mashallah. Forderungen erzwingen. So, das haben wir. So, und jetzt... Ach so. Was ist hier nochmal Krieg? Da, die kleine Scheiße. Schaff's ja wohl alleine. Truppen auflösen. So. Da haben wir den Pickel da weggedrückt. Jetzt könnten wir Venedig verhaften. Guck mal. Nee, lieber hier mal... Wir marschieren jetzt rein in Italien. So. Ey, hier hat auch keine Verbündeten. Was sind das für Lappen? Was sind das für Lappen? Ist das Spiel so kompliziert, wie es aussieht, oder bin ich einfach nur dumm? Das ist das komplizierteste Spiel, was ich in meinem Leben je gespielt habe. Schwöre Schüsch. Schwöre auf Köftespieß. Die machen ihre Aufgaben sehr schön. Du auch. Können wir jetzt Dings? Nein. Okay. Gut. Bankett, ne? Nicht vergessen. Rein. Du hast keine Verbündeten. Das ist ziemlich ungünstig in diesen Zeiten. Dann nehmen wir direkt alles. Nieder mit euch scheiß Katholiken. Jetzt reicht aber mal. Entschuldigung. Deus wohl den Chef. So. Steuerung. Steuerung, um Armeen nicht basierend auf der Versorgungsschwelle aufzuteilen. Ja. Ah. Ah, dann dauert es länger, bis die alle am Start sind. Habe ich recht? Lala. Den Bug gibt's immer noch? Entschuldigung. So, Abfahrt. Wir gehen rein. Wir brauchen aber auch eine Schlacht. Also wir müssen jetzt langsam mal Schlachten schlagen. Damit hier meine Geschwister draufgehen. Wie in echt. So, weg mit dir. Was ist hier schon wieder los? Graf Steffen! Wer bist du? So, das schauen wir uns jetzt an. Du bist ein Vasall von mir. Vasall und Freund. Unehrenhaft Feigling. Das müssen wir im Auge behalten. Graf Steffen kam zu mir mit der Behauptung, er habe herausgefunden, dass jemand in meiner engen Verwandtschaft eine außereheliche Affäre hat. Wir müssen die Gefahr... von Kaiser Albrecht? Mein Ehemann. Ich erfahre, dass er Hexe ist. Nein, 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 nein. Halt deinen Schnauzen, Steffen. Das ist unser Geheimnis. Hexenzirkel. Neue Nebenlinie, ihr in Arsch. Oh, jetzt habe ich meine Armee bewegt. Schnell pausieren. So, wir belagern jetzt hier das stille Örtchen. Von der Flamme angezogen. Vasalle und Freund. Graf Steffen, jetzt will der bumsen, oder was? Nein, Junge, bitte lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Steffen! Gerne. Rechtmäßig einkerkern, gerne. Sibylle, kriegt einen Vormund. Abfahrt. Hier kann jemand heiraten. Bündnismacht. Was haben wir hier? Oh. Frankreich. Ja, gerne. Bündnismacht. Frankreich. Abfahrt. Kriege, Dynastie. Nein, nein, nein. Tschüss. So, Abfahrt. Ja, neues Bündnis. Toll. Oh shit, wait a minute, das war vielleicht dumm, weil wir hier nur... Ah, das ist er hier. Naja, egal, wir haben da noch genug einzunehmen, aber jetzt eh erstmal Italien dran. Mailand oder Madrid ist mir jetzt egal. Hauptsache Italien. Bleib hier. Radspitze hat Geheimnis offenbart. Oh, ich hab's... Brain AFK weggeklickt. Klar, ab in Krieg. Aber das ist wichtig. So. Scheiße. Wer jetzt? Er hier doch.
Nee, okay, wer ist er? Prinz Brun. Banzleib, Albrecht. Ach, das sind die, die ich schon gedingst hab, ne? Hier oben, oder? Nee. Prinz Brun? Wo bist du? Prinz Brun von Spandau? Bin ich dumm? Druckmittel und Geheimnisse. Ja, doch. Oder? Bin ich hier richtig? Hä? Wo wird mir das denn aufgelistet? Druckmittel und Geheimnisse. Druckmittel in eurer Hand? Da müsste er ja aufgelistet sein. Oder habe ich die noch nicht in meiner Hand? Leute sind zu jung, um den Spruch zu kennen. Ja. Ja, mal so, ne? Wäre, wäre Fahrradkette. So. Wo ist der? Ich glaube, vielleicht hat sich das noch nicht aktualisiert. So, ein bisschen Zeit für... So, jetzt. Jetzt vielleicht. Das ist so ein dicker, lockiger Typ. Blond. Hä? Falscher Bruder. Ne, ich habe ja hier Geheimnisse auf. Das heißt, der muss das ja sein. Und er hat ja auch was. Ich kann ja auch was erpressen. Wait. Es ist ein Geheimnis. Mir... Genau. Druckmittel, Geheimnisse. Was ist das? Druckmittel, Sichtbarkeit? Ich werde daraus gerade nicht schlau. Aber ich will ja nicht erpressen. Ich will es öffentlich machen. Ich klicke jetzt mal an. Ich will es nicht erpressen. Ich will es öffentlich machen. Wieso wird ihr hier bei Geheimnissen nicht aufgelistet? Das check ich nicht. Ist es verbuggt? Warum ist er hier nicht? Er muss doch hier sein. Geheimnisse musst du erpressen, um sie zu Druckmittel zu machen oder deck sie auf. Habe ich gerade einen Denkfehler? Falls... Nee. Nein. Es geht darum, ich habe jetzt hier ein Geheimnis. Das habe ich in Erfahrung gebracht. Und das kann ich erpressen, um ein Druckmittel zu bekommen. Darum geht es mir aber nicht. Ich will das Geheimnis aufdecken, damit seine Reputation im Land im Arsch ist. Ein Druckmittel kann man nicht aufdecken, nur ein Geheimnis. Erst erpressen. Nein. Nein. Dann habe ich ein Druckmittel. Nein, das ist wieder... Nein. Man kann nur aufdecken, wenn sie ablehnen. Das stimmt auch nicht. Es sei denn, die haben das gepatcht. Ihr habt keine Ahnung. Nein. Pass auf. Das sind meine Druckmittel. Ja? Ja, haben die es vielleicht irgendwie gepatcht? Wenn man aufdeckt, ist das Druckmittel weg. Junge. Das ist wieder ein Haufen Primaten im Chat. Einer sagt was, alle labern nach. Keiner hat Ahnung. Nein, denunzieren ist auch nicht aufdecken. Denunzieren ist nochmal was anderes. Es hat mit der... Ach.
Also, passt mal auf. Hier. Ich erkläre euch das jetzt gern. Hier im Reiter-Ränkespiel. Im Menüpunkt Ränkespiel haben wir den Reiter Druckmittel. 1. Und Geheimnisse. 2. Hier sind meine Druckmittel. Kann ich aufklappen? Kann ich zuklappen? Hier sind meine Geheimnisse. Bei den Geheimnissen kann ich aufdecken klicken. Ein Geheimnis aufdecken. Da bin ich jetzt, glaube ich, vor. Ich mache einen höher. Ein Geheimnis aufdecken. Ein Geheimnis aufzudecken vernichtet alle Druckmittel, die durch ein Geheimnis gewonnen wurden. Oder ich kann es erpressen. Ein von euch erdecktes Geheimnis einsetzen, um ein Druckmittel zu erhalten. Einsetzen. Hä, aber jetzt steht hier, vernichtet alle Druckmittel. Das heißt, kann man wirklich jetzt... Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir haben hier zwei Optionen. Entweder es verbuggt oder wird hier nicht aufgeführt. Glaube ich aber eigentlich nicht. Oder ist es tatsächlich neu durch ein Patch? Ich probiere es jetzt aus. Ich erpresse jetzt. Komm, was? Notfalls suche ich halt noch einen oder bringe ihn um oder was weiß ich. So. Ihr habt ein Druckmittel gegen Prinz... So, jetzt ist er hier oben. Bei den Druckmitteln. Was ist die dritte Wurzel aus 69? Also ich schätze, das war verbuggt. Weil es ist genauso, wie ich meinte. Ich habe jetzt einfach aus dem Geheimnis ein Druckmittel gemacht. War das vielleicht... Das fuckt mich gerade ab. Du überscrollst es die ganze Zeit. Willst du mich verarschen, Junge? Prinz Brunn. Graf Rudiger. Gräfin Hildegard, Prinzessin Immer, Ratsprediger Geilana, die Geide, Heilwig von Arnsberg, Herzog Albrecht, Albert II., Ratsprediger Hartwig, Jolanta. Digga. Lost in Space? Warum steht denn sie da und nicht er, wenn ich ein Geheimnis über ihn herausfinde? Wer ist sie? Ist mir doch scheißegal. Der hat die halt mal gebumst und die haben ein Kind. Toll. Warum wird sie hier aufgelistet und nicht er? Mein Gott, Alter. Ich krieg Kopfschmerzen. Was ist das denn für eine dumme programmierte Scheiße? Ja, das Spiel ist sehr... Egal, Krone richten, weitermachen, ne?
Ah, guck mal, hier haben wir einen guten Tipp von The Jerry. Du willst seine Reputation schädigen, also musst du aufdecken und jeder weiß, was er getan hat. Ach so. Ah, ich wollte jetzt tatsächlich lieber ein Druckmittel erpressen, um es mir in den Arsch zu pressen. The Jetta. Scheiße. Jetzt hatte ich einen Druck... Also jetzt hatte ich endlich ein Geheimnis. Hauptsache, der ganze Chat schreibt erstmal... Ja, ja. Ihr seid die Geilsten. Ihr seid... Komm mal her. Ihr seid die Geilsten, weil... Ihr... labert mich 5 Minuten zu... Du musst es erst erpressen, dann kannst du es aufdecken. Guess what? Das war falsch. Dann erpresse ich es testweise. Und jetzt schreiben alle OMG Lost. Hahaha. Haha, Lost. Ihr seid ein Haufen Affen. Wir Schimpansen sind angenehmer im Chat. Ihr seid aus dem Zoo entlaufen. Zoo hat doch zu während Corona. So dumm. So, jetzt machen wir weiter Krieg. Toxic. Spiegel. Verstehst du? Das ist schon wieder ein Stress hier, ne? Ich hab's nicht vermisst, bin ich ehrlich. Ich hab's nicht vermisst. Arschlöcher. So. Ja, dann schauen wir mal, ob sie noch ein Geheimnis entdeckt. Wer weiß, die Spannung steigt. So, der ist hinüber. Geiler Sound übrigens. So, Hellas zusammen. Jetzt wird Griechenland in Italien weggemacht. So, was ist jetzt hier für... Jetzt sehe ich es nicht wegen meinem viel zu teuren Kelch. Was ist jetzt... Also, eure Kriege interessieren mich eigentlich nicht, bin ich ehrlich. Ich würde jetzt hier gerne mal weitermachen. Das ist zu wenig, Mann. Das ist zu wenig. Hat er Verbündete? Nö, nur ein Waffenstillstand. Erkenne den Titel ab. Steht da in Caps Lock im Chat. Okay, wisst ihr was? Ich erkenne jetzt den Titel ab. Ist ja nicht so, als ob der letzte Part 1,5 Stunden um dieses Thema gehandelt hat. Der loste Boy unten rechts in der Ecke. Okay, dann erkennen wir jetzt einfach den Titel ab. Das ist gut, das ist gut. Wir erkennen jetzt einfach den Titel ab, das ist gut. Titel aberkennen, Mensch. Oh, die Schaltfläche habe ich noch nie gesehen. Guck mal, Grafschaft. Oh. Akt der Tyrannei. Egal, wir machen Druckmittel. Oh. Oh, das ist immer noch ein Akt der Tyrannei. Vielleicht ist das doch keine gute Idee. So, wo waren wir? Prellas zusammen. Krieg! Oh nee, ey. Wo ist denn die Hauptstadt? Oh mein Gott. Übelster Cockblock. Mega epische Musik. Klang. Ja, ab in Kerker alle. So, wir überströmen das ganze Land. Abfahrt. So, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit einholen, weil ihr so rumtrollt. Arschlöcher. Oh, was ist denn da los?
Fallen gelassen. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir hier Anspruch drauf. Wo hatten wir es fingiert? Hier, ne? Genau. Genau, sehr gut. So, das heißt... Wenn ich jetzt hier bei ihm ein Druckmittel hätte, könnte ich, glaube ich, den Titel aberkennen, ohne als Tyrann zu gelten, weil ich jetzt einen Anspruch habe. Müssen wir ausprobieren. Aber wir lassen sie erstmal das Geheimnis hier. Mein Gott. Ja. Ja, ist ja gut. Der hat mich erpresst. Wait, wer ist er? Herzog Laurenz, Alter? Hast du Lack gesoffen? Frechheit. Marek? Marek, du gehst jetzt auf die stille Treppe. Das mache ich persönlich. Reicht jetzt, ja? Thema ist jetzt nicht mehr lustig. Ja? Kannst das Geheimnis immer noch aufdecken. Schnubbi, gleiche Sache. Stille Treppe. Es reicht jetzt, ja? Ich wäre ja noch depressiv wegen euch kleinen Hasen, ne? Ihr kleinen Feiernattern. Ja, mein Chat ist immer nett. Das ist eine Hassliebe über seit Jahren. So. Der er prescht mich hier auch. Ich will keine Hexe mehr sein. Kann das bitte aufhören? Ich will... No. Scheiße. Ich wusste es. Ja. Muss mal, wenn dann, voll embracen, ne? So. Das sind die Hellas Boys. Ja, ja. Aufgabe beendet. Oh, Papo hat mich gebumst. Sehr gut. So, jetzt hier. Weil wenn wir jetzt ein Druckmittel bekommen, können wir hier vielleicht aberkennen. Weil wir jetzt einen Anspruch darauf fingieren. So, meanwhile wird er um. Warte mal, ich habe doch hier ein Druckmittel drauf. Warte, dann shifte ich nochmal um. Zack. Ja. Sehr gut. So, das hätten wir erledigt. Dann geht er jetzt dahin und joint. Meine Gefangene hat ein Kind zur Welt gebracht? Da es Teil der Spandau-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet werden. Warum ist es Teil der Spandau-Dynastie? Hä? Ich glaube, ich muss mal wieder in den Keller gucken, oder? Ich guck mal in den Keller. Alter, Leute. Ja, ich nehme euer Geld. Ja! Mal wieder hier in den Keller gucken kurz. Das arme Kind lassen wir mal frei. Wir sind doch kein Unmensch, oder? Mein Neffe. Freilassen, um Gottes Willen. Freilassen. So, wer bist du? Hausarrest. Was ist das für eine eklige... Also, hinrichten. Nee, foltern. Das Kind wird gefoltert. Geht nicht. Dann hinrichten. So, wer bist du? Bah! Bah! Foltern. Kampfgeschick. Sehr gut. Hinrichten. Weg damit. Geht nicht. Wird gefoltert. Ach ja, wer bist du? Niedrige Geburt. Was ist das für eine eklige Scheiße? Foltern. Nochmal Kampfgeschick, Ehre. So, wer bist du? Orthodox. Bah! Foltern. So. Wenn ich erstmal ordentlich durchgeschlagen.
Ah, ich könnte das schreien noch stundenlang. Ja, ja, schön. So, die werden jetzt erstmal ordentlich durchgebrutzelt da. Auf der Streckbank. Jetzt hauen die rein, okay. Wehe, die segeln jetzt zu mir, dann werde ich aber sauer. So, wait, wenn ich das hier hab. Könnt ihr bitte umdrehen? Die segeln jetzt weg, ne? Das schaffe ich nicht mehr. Okay. Nicht da lang. Ablass, sehr gerne. Boah, das ist halt so nervig hier, ne? Mashallah. So. Dann hätten wir ja alles. Dann einmal bitte sammeln. Zu einem Truppenverbund. Nein, du suchst weiter nach einem scheiß Geheimnis. So, jetzt gehen wir hier hin. Mein Gott. Fraktion gegen mich geschaffen. Ja, ist alles nur im Lot. Fest mal. Ihr wolltet mich erinnern. Ich bin jetzt langsam sauer. So. Wie ist hier die Lage? So, weiter geht's. Festmahl, sehr gut. Nee, nee. Papo. Ja, mein... Naja, wobei... Nee, passender Name, komm. Wie nennen wir den? Was hat der denn fürs... Inzucht, ey. Aber Alter, wäre der nicht inzüchtig? Deus Tilt. Wie nennen wir den? Vergiss das Fest mal nicht. Danke. Danke, Elias. Jetzt kommen gute Tipps in Chat und Henno macht den Fokussierten. Ja, genau. Mach ich mit Absicht. Günther, alles klar. Günther. So. Das wird jetzt erobert. So, was haben wir hier? Den Durst bekämpfen. Warte mal. Ja. Jeder Gast. Ah, 10 Meinung. Genau sowas brauche ich. Zu spät, Leute, zu spät. Nice. So, das war ein gutes Festmahl. I guess. Wir müssen hier mal Geschenke. Ach so, gerne. Oh ja, warte mal. Wir müssen ja eigentlich mal ein paar Attentate auf den Papst verüben, oder? Mord. 11%. Besser als nichts. So. Ich habe doch gegen ihn hier ein Druckmittel. Oder? Waren das nicht er hier? Ja, guck mal. Ja, aber... Bin sehr gespannt, wie das wird, wenn ich hier Anspruch fingiert habe. Okay. Sag mal, wo sind die Griechen hingesegelt? Nicht, dass die jetzt hier oben kommen. Das wäre schwierig. Nein, du machst weiter. Ah, da sind sie. Okay. Dann belagern wir erstmal zu Ende und dann greifen wir die an. Oh, wir verlieren hier übrigens einen anderen Krieg gerade. Gedeiht im Chaos. Ah, okay. Jetzt würde es sogar was bringen, wenn wir angespannt wären. Aber egal. So. Dann gehen wir jetzt hier hin und machen die fertig. Abfahrt. Boah, Alter. Ey, dass dieser Bug... Also, ist ja jetzt wirklich ein paar Wochen her, seitdem wir das letzte Mal gezockt haben.
Dass das immer noch... Also, weg. Du machst weiter. Verdammt. So. Ich glaube, die wird da nichts finden. Scheiße, Mann. Okay, pass auf. Hier habe ich ja noch einen Bruder, ne? Ja, dann machst du es jetzt einfach da. So. Krieg gewonnen. Sehr gut. So. Jetzt sind wir doch schon sehr nah. Jetzt sind wir über der Domänenschwelle. Okay. Also. Ich löse jetzt erstmal auf. Jetzt würde ich, glaube ich, hier in Schottland meine Domänen abgeben. Oder diese Kackvereinzelten. Ich kann auch hier unten die Scheiße... Guck mal, die kann ich ja alle einem geben. Vergeben an. So, jetzt gucken wir mal. Also. Dynastie Spandau. Nichtherrscher. Zeugen Spandaus. Kultur Sachsen. Und treuherzig. Und zufrieden. Jetzt suchen wir die Creme de la Creme mal raus. Siehste wohl. Guck mal. Der ist 12. Hat er Söhne? Hat er nicht. Doch, hat er. Sehr gut, dann nehmen wir ihn. Titel vergeben. Kann er 5 haben? Ich glaube nur 4, gell? Gell? Vielleicht... Das fehlt mir übrigens noch, dass ich einsehen kann, wie viele er haben darf. 1, 2... Ich kann mit 3 erstmal anfangen. Weil sehe ich erst jetzt, wenn er welche hat. 3 von 6, guck. So, geil. Dann kann ich ihm die hier auch noch geben. So. Oh, warte mal. Was ist hier mit Luca? Das gehört wem anders? Okay. So. So schnell kann es gehen, ne? Okay, so, jetzt haben wir hier Kriege, die wir gerade verloren durch unsere Verbündeten. Ist die Frage, ob mir das egal ist oder nicht. Ich meine, wir können schon reingehen, ein bisschen Ackermatch machen, weil wir wollen ja auch, dass meine Brüder sterben. Ne? Komm, dann machen wir Ackermatch. Dann gehen wir hier rein. So. Also, es wirklich Ablässe. Übel broken. Immer noch. Oh. Was ist denn da passiert? Ein Ratsprediger? Meinung erhöhen? Ja, die mag mich echt nicht, ne? Ja, da können wir mal dran arbeiten. Komm. Vielleicht. Ich schicke ja auch mal ein Geschenk. Aber ich glaube, da ist einiges an Arbeit. So, und Lösegeld. So. Wer will aufs Maul? Oh, geht's hier um meinen Erben? Sehr gut. Religiöser Eiferer, super. Was haben wir noch? Tapfer, ruhig. Nö, religiöser Eiferer, super. So, kämpfen. Radspitze Geheimnis offenbart. Scheiße, ich hab's wieder weggeklickt. So, jetzt sind wir an was dran. Ach nee, hier. Er hier, ne? So. Pass auf. Aufdecken. Nochmal das gleiche, hä? Ich habe offenbart, dass Yolanta mit Prinz Brun gezeugt hat. So, geil. Hä? Aber das habe ich da oben erfahren? Wer ist er? Henning. Henning? Habe ich von dir irgendwie?
Das habe ich an seinem... Ah, scheiße, ich habe es weggeklickt. Okay. So. Ja, ist doch gut, Mensch. So. Jetzt. Titel aberkennen. Mark. Druckmittel. Es ist einfach... Das nervt mich so an euch. Es ist einfach genau so, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe. Wo, beziehungsweise jemand im Chat hat mich daran erinnert, weil ich gefragt hatte, wie wollten wir es nochmal machen. Dann sagte da hier zum Anfang des Streams jemand... Geheimnis aufspüren, aufdecken, Titel aberkennen. Und ich, ach ja, genau, so wollten wir es machen. Dann diskutieren wir hier eine Dreiviertelstunde, weil irgendwelche Lappen im Chat denken, sie haben hier die Weisheit von Paradox mit Löffeln in ihren Arsch geschoben bekommen. Und nochmal eine Dreiviertelstunde später stellt sie einfach heraus, guess what? Ihr habt Scheiße gelabert! Titel aberkennen. So. Jetzt ist es wieder meins. Gott im Himmel! Geheiligt werde Zeugen Spannhaus, Junge. So, dann ist das hier jetzt auch egal. Und das machen wir jetzt. Hier. Mein Gott, ey. Ich weiß, Stadtstürmen, aber das Problem da ist, da verliere ich mehr Truppen. So. So lost? Henno ist so lost? Ich kann mir nicht mal eine Krone leisten, aber Henno ist lost. Lappen. Hendrik, ich hab's gelesen. Ich weiß, dass ich die Stadt stürmen kann. Toxic Tuesday. Alter, der erpresst mich. Scheiße, Mann. Umbringen, umbringen. Warum erpressen die mich? Scheiße. Die Schweine. Welches Spieljahr? 11.007. Also 1107. Denk an Alba. True. Ich will jetzt aber hier erstmal ein bisschen Ackermatch machen. So, das erobern war. Dann kriegen wir auch ein paar neue Gefangene zum Foltern. So, Papstsermon. We try. Hat nicht geklappt. Na gut. So, Belagerung gewonnen. Radspitze hat ein Geheimnis offenbart. Jetzt gehen wir aber erstmal hier Ackermatch machen. Radspitze hat ein Geheimnis offenbart. Ich hab's wieder weggeklickt. Ist es gegen ihn? Nein. Scheiße, Mann. Dass man die Nachricht auch nicht nochmal öffnen kann. Affäre. Ist ja einer meiner Brüder. Halbbruder. Actually dumm, ne? Scheiße, ich bin dumm. Das war der falsche. Oh. Ja, ist jetzt egal. Ist nicht so schlimm. Ja. Ich glaube, das ist vermutlich das über den Bürgermeister hier. Machen wir erstmal weiter. Ach ja, Gebäude bauen. True. Gebäude bauen. Ah, da habe ich einen Tipp bekommen. Ich kann das jetzt einfach immer hier machen. Brauche ich dann nicht immer hinswitchen. Hier haben wir alles, ne? Haben wir alles? Haben wir alles? Ach, dafür brauchte ich Windmühlen. True.
Na gut. So. Skandalöser Priester. Die spandauische Welt war schockiert zu erfahren, dass meine Vasallenherzen eine Liste all jener... Oh. Oh. Scheiße. Shit. Gut, dann muss ich jetzt mal ein bisschen foltern, um wieder ein bisschen Anspannung zu verlieren. Thomas. Sehr gut. So, warte mal. Ich will ja erstmal hier eigentlich nur ein bisschen boxen. Da oben ist noch eine Armee. Die kann ich wegmachen. Tochter. Empfängnisunfähig. Wie nehmen wir die? Wie nehmen wir die? Ich habe schon Maximum von Kriegsregimenten, ja. Ich muss jetzt erst wieder bei Kultur. Bei Kultur oder, na, hier auf, bei meiner Dynastie skillen, dass ich mehr skillen, damit ich mehr nehmen kann. Kommt ein neues Projekt. Hat schon gestartet. Stronger Crusader, zweiter Kreuzzug. So, Namen: Sabine, Elisabeth, Gnu, Jasmin. Sehr gut, danke. So, Radspitze Geheimnis offenbart. Jetzt habe ich's. Da sitze ich vor. Kann ich nicht ändern, doch. Ihr erfuhrt vom Geheimnis von... Ja, das ist wieder der scheiß Bürgermeister. Mann. Nervt mich. Okay, ist mir egal. Ablass, Ablass. So, wir gehen aber nochmal sicher. Regiment erschaffen. Nee, geht nicht, ne? Ja, geht nicht. Hab schon von allen. Ich habe jetzt auch alle auf höchster Stufe, ne? Ja. Okay. So, hier ist noch eine Armee, die braucht's Maul. Nee, nee, wegrennen ist nicht. Wegrennen ist nicht. Oh, das ist mein... Das ist mein Halbbruder, ne? Oh, sehr gut. Der, ja, okay. Wir haben im Hinterkopf meinen Halbbruder und es geht um seinen Sohn. Und der hat auch eine Grafschaft, die ich will. So, also, was haben wir? Goswin, der Sohn von Prinz Goswin, kreativ, ist mir treu gegeben. Allerdings könnte ich mit der richtigen Strategie meine Übermacht sogar noch ausbauen. Vielleicht könnte ich Goswin verwenden, um meinen Einfluss auf Goswin auszuweiten. So, könnt ihr die Geheimnisse von Goswin enthüllen? Welchen? Alter, Goswin findet Beweise für eines der Geheimnisse von Goswin. Welcher Goswin denn? Es werden sogar beide aufgehellt. Guck. Oh mein Gott. Es ist sogar wichtig. Kann ich nicht über beide Geheimnisse herausfinden? Ich will kein Druckmittel. Scheiße, ist das dumm. Festmal kann ich noch nicht, erst bald wieder. Warte mal. Guck mal, Ränkespiel-Herausforderung gegen Prinz Goswin. Sehr gut. Ja, und das hier wäre Ränkespiel-Herausforderung gegen Goswin. Okay, das obere ist es. Abfahrt. Ja, warte mal, wo ist die Armee hin? Na gut, dann haben wir den aufs Maul. Ihr erfahrt vom Geheimnis von Prinz Goswin. Perverser.
Sehr geil. So, das wird jetzt aufgedeckt. Wo ist er denn? Ist pervers. Aufdecken. So, und jetzt wird es einverleibt. Oh, wenn er ablehnt, habe ich ein Problem. Aber er nimmt an. Du nimmst an. Nimm an. Hat angenommen. Sehr gut. So, dann habe ich die beiden schon mal wieder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dingsschwelle. Oh, ich kämpfe gerade. So, dann kann ich jetzt... Ihr könnt Graf... Was? Den kann ich vasilisieren? Ehre. Wer ist das? Der Kleine da? Ja, gerne. Vasallentum anbieten. Kalle kann heiraten. Bündnis macht. Was haben wir denn? Mögliches Bündnis. Wer seid ihr denn? Ja. Ja. Gut. Will ich eh nicht erobern. Oh, er kann eingekerkert werden. Will ich aber gar nicht. Ja doch, komm. Gib Kohle. Lösegeld. Nee, die will ich lieber noch ein bisschen durchpeitschen. Genau, da können wir auch direkt wieder Titelcoin geschaffen werden. Controlling gemein. Okay, folgendes. Erstmal ein bisschen foltern und hinrichten. So, Thomas kann hingerichtet werden. Zack, der auch. Die habe ich schon gefoltert. Zack. So, wer bist du? Du bist mir scheißegal. Griechisch-orthodox. Kann ich nicht foltern? Warum nicht? Na gut, dann hinrichten. Bin ich ehrlich. Auf den Scheiterhaufen. So, wer bist du? Katholisch-griechisch. What? Foltern. Habe ich schon das Cap erreicht? Wer bist du? Katalanisch-orthodox. Ränkespiel, sehr gut. Da ist noch was drin. Orthodox-französisch. Katholisch-italienisch. Orthodox-sizilianisch. Der wurde schon gefoltert. Hinrichten. Den haben wir hier. Orthodox-kisalpinisch. Wurde schon gefoltert. Hinrichten. Die werden gelootet. Versteht ihr das? Emotional und körperlich. Festmahl. Erst in 3 Jahren. Seht ihr nicht. Aber danke für die Erinnerung. So. Ja. Folter, Schreie. So. Hier machen wir aus Versehen die Bauern weg. Jetzt haben wir denen natürlich geholfen. Egal. So, wir teilen die Armee auf. Warte, bleib mal da bitte. Achso. Ja, okay. Geh da hin. So. Die Armee geht auf den. Und die Armee geht hier hin. Ha. Sehr gut. Ich krieg beide gleichzeitig, glaube ich. Wieder ein Geheimnis über diesen Bürgermeister da. So, da oben. Oh, habe ich die falschen erwischt. Scheiße. In den Krieg rufen. Mein Gott. Scheiße, dippe ich einmal rein. Oh, das könnte passen. Sehr gut, da oben habe ich erwischt. So, wie ist jetzt hier unten? Prinz Henning wurde sogar verbessert. Schade. Der soll eigentlich sterben. Boah, jetzt komm her. Ruhm ist weithin bekannt. Sehr gut. Leute, bleibt stehen. Jawohl, verhaftet. Zack. So. So, gegen die haben wir doch den Krieg gewonnen. Der muss jetzt nur Ende machen. Wertvolle Geisel, guck mal. Foltern. Einfach, wer ist das? Ist das der... Guck mal, hier auch. Ist das der Sohn von... Nee. Das ist tatsächlich einfach mal der Anführer. Erstmal durchfoltern. Oh, gucke mal.
Ihr erfahrt Geheimnis von Herzog Raoul. Versuchter Mord. Nice. Aber ich bin noch nicht ganz fertig mit euch, weil ich sadistisch bin und hinterlistig. Dann wird er weiter gefoltert. Ehre. Ja, gegen mich wendet man sich nicht. Also das ist... So, die werden jetzt fertig gemacht. Sehr gut. Spionageaffäre. Bei der Enthüllung ihrer Pflichten als Ratsspitze ist Herzogin Anna, ja, das ist meine Ratsspitze, auf ein Geheimnis gestoßen von meinem Bruder, Prinz Henning. Der ist in einer Affäre mit dem Bürgermeister Benecke von Southwark. Geil. Henning, jetzt bist du dran. Ist in meiner Religion Homosexualität, hatten wir das noch nicht angepasst? Gleichgeschlechtliche Beziehung akzeptiert. Ach so, es geht eher darum, dass er verheiratet ist und seine Frau betrügt. Darum geht's. Sehr gut. Hab mich schon gewundert. So, Herzog Raoul aufdecken. Jetzt bist du am Arsch. So. Henning, jetzt bist du dran. Aufdecken. So, Henning, gib mir dein Land. Es reicht. Dortmund. So, und jetzt, guck mal, bevor wir hier weitermachen, meine Domänen, ich habe doch was in, hier, genau, das, warte, aber ich habe ja noch was, ne, oder? Ja, die beiden, okay, guck mal, ich bin ja kein Unmensch, ja. Ich habe ja meine Brüder trotzdem lieb. Ja, jeder kriegt jetzt eine Grafschaft da oben in Schottland. Geschwister. Hier, guck mal. Wem habe ich ein Land abgeluchst? Er hier, ne? Oder? Ne, der hat noch die Grafschaft von Zane. Genau. Er nicht. Aber... Ihm. Genau. Er hat gar nichts. Genau. Guck mal. Wobei, nee, mache ich nicht. Scheiß drauf, die sollen, meine Geschwister sind theoretisch meine ärgsten Rivalen, noch, weil ich hier bei der Erbschaft noch nicht das Idealste habe. Ne, das wäre hier unten eher was. Die sollte ich nicht pushen. So, lieber nehme ich jetzt ihn hier zum Beispiel und gebe ihnen das beides. Zack. Der kriegt alles in Schottland. Genau, das ist noch gefiltert von vorhin. So, können wir jetzt... Kann der das jetzt nicht mal machen? Ist ja nicht mein Krieg. Jawohl. So, was ist jetzt mit euch? Okay. Dann da. Hallo. Und da. So, ihr werdet jetzt gleichermaßen weggebuttert. Ich habe immer noch zu viel, okay. Was habe ich noch? Domain. Namur. Ach, das, okay. Vergeben an. Ja, dann kriegt sie alles, was hier in Frankreich ansteht. Ich habe immer noch eins zu viel. Echt? Köln, Mark. Wo ist Arnsberg? Ach, ja, okay. Dortmund. Ach, ja, Bürgermeister. Bürgermeister. Niederem Adel. Niederem Adel. Niederem Adel. Niederem Adel. So, easy. Jetzt können wir sogar noch ein paar bekommen. Verbrecher einkerkern. Mach mal Eier hier, Jalla. Genau, du musst wieder frei. Du musst frei. So, dann machen wir jetzt ja auch Ende mit Krieg. Das hier oben. Verlobte können... Alter. Verlobte können heiraten. Ist schon wieder weg.
Spanner war wirklich mal so groß. Stimmt. Das stimmt. Freilassen. Einkerkern. Bündnisse. Hildegard. Schmutz. So. Kontrolle in Gemeinden muss ich jetzt mal, genau, Mark. Da fangen wir als erstes an. Gut. So, jetzt das. Jetzt, wo die uns endlich wieder gehören, können wir die wieder ausbauen. Abfahrt. Achso, können wir hier schön machen, ne? Habe ich auf Pause, ja. So, hier können wir nix. Hier können wir nix. Alter, steht sogar, kann ein neues Gebäude bauen. Ehre. So, bei Geld haben wir genug. Jetzt kriegen wir auch wieder mehr Geld. Mein Gott. Ja gut, ich muss noch die Kontrolle wieder... Sadistisch. Ja, ist doch gut. Ist doch perfekt. Wir müssen nur die Kontrolle wieder da in Gang kriegen, ne? So, dann beenden wir hier mal diesen Scheißkrieg. Oh, was ist jetzt los? Tochter? Der? Katholisch? Quatsch. Schmutz. So, und sie ist gestorben, ja? Nehmen wir ihn. Zack. So. Ich brauche jetzt von ihm hier noch ein Druckmittel. Ein Geheimnis. So. Das heißt, du spürst ja jetzt mal auf. So, gucke mal. Kultur fördern. Mann, Mann, Mann. Genau, wir wollten hier Holländisch komplett clearen. Boah Gott, da ist noch einiges zu tun. Okay. Jagd, Abfahrt. So. Wir haben das Jahr 11.008. Neue Gast eingetroffen. Auf eine Grafschaft hat er einen Anspruch. Ein Geheimnis, was Jutta hat? Oh. Das ist gut. Die mag mich nämlich gar nicht. Die mag mich gar nicht. Eigentlich sollte ich die umbringen, tatsächlich. Oh, warte mal, das ist gerade gestiegen. Weil ich die beeinflusse, ne? Ist es. Ah, okay. Kann ich da nochmal. Also entweder Tötungen anzeigen. Opfer von Königin Jutta. Lol. Ah, geil, das ist auch neu. Ja, wie verfahren wir mit ihr? Die ist halt ultra mächtig. Guck mal, was sie alles hat in meinem Reich. Sie ist zwar mein Vasall, aber sie ist eine Königin in meinem Kaiserreich. Festmahl geht noch nicht, nein. Und im Optimalfall muss sie eigentlich weg, weil sie ist schon eine Bedrohung, ne? Die kann hier Fraktionen gründen, Rebellionen, dann habe ich Probleme. Deswegen, wir können tatsächlich probieren, sie zu töten. Oder, aber das ist riskant, weil wenn das rauskommt, schwierig. Aber wir können auch einfach Geheimnisse aufspüren und die so bumsen. So, das habe ich eingenommen. Schreckenzuwachs. Ehre. So. Habe ich das jetzt, das Geheimnis? Wer ist er? Er ist ungläubig. Ja, ist mir egal. Da, Jutta. Ja, würde ich aufdecken. Schwächt sie in ihrer Position. Aber sie kann natürlich meine Rivalin werden, dann wird es natürlich auch knifflig. Ich kann generell mal bei mir gucken, was meine Rivalen sind. Beziehungen. Rivalen. Guck mal, und den... Ach, guck mal, mein Bruder. Ja, umbringen. Den müssen wir loswerden. So, und damit das auch eine sichere Murmel wird. Oh, ich kann niemanden einladen. Krass. Okay. Na gut, aber ich habe Geld. Ne? So, dann beenden wir mal diesen Krieg hier. Kriege ich noch ein paar Ablassbriefe. Wird überfallen? Krass. Mutig. Prinz Brun. Mordkomplott erhält Fortschritt. Nee, Fortschritt brauche ich nicht.
Ah, wobei. Oh, jetzt ist er extra wachsam. Scheiße, Digga. Okay. Kein Geheimnis entdeckt. Ich könnte bei Jutta noch mehr reinlurken. Die ist hier gerade auch am Kämpfen. Ja, klar. Die ist ja ein Ritter von mir. Okay, wie ist es denn generell hier mit Gold vom Kriegerorden leihen? An meinem Hof, genau. Ist da irgendwas Krasses? 16 Kampfgeschick, Abfahrt. Anspruch auf ein Herzogtum. Könnte nützlich sein. Oh. Tamina ist verstorben. Sehr gut. Eine Schwester. Jetzt ist König Imet. Oh, der ist aber auch nicht gut auf mich zu sprechen. Oh, der verlangt einen Titel. Guck mal, allein wegen sadistisch und hinterlistig, weil ich das bin, minus 20, krass. Anspruch auf Titel Herzogtum Nordgau. Welches ist das? Das will der haben. Das hat aber er. Aber er ist doch wirklich scheißegal. Kann ich ihm das nicht aberkennen? Also der mag mich halt noch weniger. Das ist das Problem. So, aber hier kann ich Jutta reinholen, oder? Nee, lieber ihn hier. Ja. Okay. Schwierig, schwierig. Das ist so ein Balanceakt, ne? Wen hau ich weg, wer mir nachsteht? Ah, ich könnte, was ich machen könnte, ist Komplotte verstärken. Vielen Dank für den Tipp. Dann wird das hier auch einfacher. Sehr gut. Sie beeinflusst sich weiter. Ich kann ihre Titel aberkennen. Krass. Wird nicht annehmen. Dann gibt's Krieg. Okay, ich kann sie einkerkern. Wieso hasst die mich eigentlich? Verlangt den Titel Herzogtum von Westfranken? Die auch? Angriffskrieg minus 38? Hä? Angriffskrieg? Was meint sie? Ah. Weil sie, glaube ich, mitfühlend oder ruhig ist und ich gerade Krieg erklärt habe irgendjemandem. Krass. Möchte einen Sitz im Rat minus 40... Und sie möchte das Westfranken. Das hab ich. Also theoretisch, wenn ich sie in meinem Rat einlade und ich ihr Westfrankenreich gebe, dann ist sie cool mit mir. Krass. Okay, gut. So, dann ist ab sofort mein Problem eher hier. Aber vielleicht kann ich hier ihn beeinflussen. Guck mal. Ja. So, was hier Sache? Okay, ihr wollt weiter kämpfen. So, hier haben wir alles erobert. Wir haben alles erobert von denen. Gut, dann finale Schlacht, I guess. Sehr gut. So, was ist das jetzt hier? Befreiungskrieg. Wo
Oh lol, das ist ja voll in meinen Interessen. Prinz Angelm. Oh, 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 warte mal, da unten spielt sich gerade was ab. Da unten spielt sich gerade was Interessantes ab. So, ich lasse jetzt erstmal Armee auflösen. Warte mal, warte mal. Ist doch gut jetzt. Pause, stopp! Achso, du auch auflösen. So, was ist hier los? Fürstentum Spoleto. Absolut in dem Bereich, wo ich rein will. Denen wurde der Krieg erklärt von meinem Verbündeten Spoleto, ein Vasall von denen. Graf Zuchilo. Fossalquier. Versteht ihr? Vergiss Alba nicht. Ja, ja. Da muss ich aber erstmal Frieden haben, damit ich da ein Projekt beginne. Oben. Ja, muss ich unten erstmal aufräumen. Ja, cool. Dann werden wir hier Ackermatches gleich betreiben. Ich könnte Jutta ein. Nee, brauchen wir nicht. So, der kann heiraten. Machen wir mit Jutta, ne? Schön Inzucht. Jutta ist jetzt unser Freund. Ungerne. Ah, das ist gut. Weil er, ja, das war gut. Der möchte halt einen Sitz im Rat. Der möchte einen Sitz im Rat. Ansonsten ist eigentlich alles sweet. Der ist aber richtig wack. Der hat richtige Kackstats. Sorry, Bruder. Geht nicht. So. Jetzt schauen wir mal hier unten. Alle ausheben. Ach, scheiße. So, und dann hauen wir den hier mal aufs Maul. Ja. Ihr gläubiger Diener der höchsten Macht. Ah, was will der? Stadt von Rijek. Oh. Nee, das geht nicht. Sorry, Bruder. Emily? Ja, besser, besser. Ja, lieber da. Lieber in Irland, genau. So. Du auch? Ja, gerne. Oder? Okay. Papus gestorben. Scheiße in Arsch. Der war richtig wichtig. Eieieiei. Okay, ich brauche einen neuen Hauptehepartner. Termina ist auch schon recht alt, ne? 47. Er wird auch nice. Sadistisch-religiöser Eiferer. Das wird richtig... Oh, warte mal. Scheiße. Das habe ich vergessen. Aber wir gehen auf Kriegsführung. Gehen wir... Nee, gehen wir auf Kriegsführung? Nee. Macht keinen Sinn. Wir gehen lieber auf Ränkespiel. Scheiße, ich habe schon einmal geändert, ne? Schade. Egal, ist nicht schlimm. So. Also ist okay. So, wie machen wir das jetzt mit Papo? Ja, F in Chat, Alter. Kann ich jetzt nicht... Also ich muss jetzt... Kann er nicht verschwinden irgendwie? Wer hat hier die besten Stats? Oh, der hat gute Stats. Das ist mein Bruder, ne?
Und Graf Ludwig. Also Henrik. Ja, eigentlich ist Graf Ludwig am besten. Dann wird der jetzt mein Hauptehepartner. Genau. Und ich suche mir jetzt einen, der richtig krasse Stats hat. Summe aller Werte. Graf Kersten von Stendal. Okay. So. Geil. Und der wird jetzt umgebracht. Mein Rivale und Bruder. Ich hoffe, es klappt. Scheiße, es hat nicht geklappt. Das kann nicht sein, Mann. Okay. König Sterzig von Irland in den Rat holen? Oder hier Gräfin Bia. Die hat nochmal ein paar Stats mehr. Aber sie ist halt kein krasser Vasall, ne? Komm, wir holen Sterzig rein. So. Genau, Kontrolle müssen wir nochmal weitermachen. Das habe ich jetzt ein bisschen schweifen lassen. So. Sehr gut. Gut. Und bei euch alles fit? Glaubst du, Waldorfschule hat dir bei Ackermatches heute geholfen? Auf jeden Fall, Bruder. Das ist das endgültige Finale, ja. Reicht auch erstmal mit Crusader Kings, aber war mega geil. War mega geil. Wir buddeln uns gerade auf den Papst zu. Und ansonsten werden wir hier noch Teile erobern. Das ist so das Ziel. Oh, ja gerne. Festmahl. Ne, noch 2 Jahre. Geil. Hier sind Agenten beigetreten. Ehre. Das muss jetzt sicher ablaufen. So. Seid ihr jetzt mal ausgehoben, Junge? Also, das sind nicht zu unterschätzen. Also, das sind so 10.000 Truppen. Ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich brauche wirklich alle, um hier Heckmeck zu machen. Ja, erstmal sammeln. Vielleicht da. Meine Fresse. Oh, ich habe hier bald Bauernaufstand. Na gut. Befehlshaber wird sie. Und wir verfolgen die jetzt mal. Die wollen wahrscheinlich hier ein bisschen Ärger machen. Oh, guck mal, jetzt gehen die baden. Oh. Na, okay, dann gehe ich hier hin. Alter, 4 Ablassbriefe. Das war nicht mal ein Anzeigebug. Oh, shit. Geld! Heftig. So, weiter geht's. Guck mal, die segeln zurück. Predicted. So. Ach so, weil er hier angekommen ist. Nice. So, der hat die hergelockt. Ich wünsche, es gäbe hier so ein Auto annehmen für Ablassbriefe. Weil ganz ehrlich, warum sollte man das ablehnen? Ne? So, Nummer 1. So, jetzt haben wir sie. Wichtig. So.
So, wichtig. Jetzt ihr. Guck mal hier übrigens an Rom, ne? Wir sind ganz nah dran. So, jetzt werdet ihr fertig gemacht. Zack. Und jetzt erobern wir eure scheiß Hauptstadt. Und wir machen noch ein paar Gefangene. Die können wir erstmal schön durchfoltern. Ihr seid eh Schmutz. Genau, du wirst gefoltert, Bruder. So, dann... Du wirst gefoltert. Wer ist er? Ah, okay. Foltern. Ah, ich bin noch nicht fertig. Irgendein Bürgermeister, foltern. So, jetzt aber. Weg mit ihm. Stertig soll eine außereheliche Affäre haben. Seine Affäre Gräfin Grisma ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen? Alter, Stertig, Bro. Ich hol dich in Rat und du bummst die Grima. Jetzt ist es an die Öffentlichkeit... Also. Nee, du kommst in den Knast, Junge. Jetzt reicht's aber. So. Ich hätte doch die andere nehmen sollen, siehst du? Scheiße, ey. Unangenehm, Stärzig. So. Ist der jetzt tot? Ah, nee, kommt jetzt noch. Okay. God bless. Okay. So. Was? Ich kann ein Gebäude bauen. Zack. Vasallen. Die mag mich. Bayern. Oh, lol. Der ist verreckt. Der ist verreckt. Sehr gut. Sehr gut. Aberkennen? Geht das? Nö. Ich dachte vielleicht, weil sie minderjährig ist. Ja. Schön. Die Situation in Bayern hat sich sehr zum Guten gewendet. Die kriegt erstmal ein schönes Geschenk. Und dann vielleicht können wir da Geheimnisse aufspüren. Ja. So, was ist der zweitgefährlichste mächtige Vasall, der mich nicht mag? Hier, Graf. Oh, dem kann ich Titel aber kennen. Lol. Warum? Was hat er gemacht? Ach, ist eigentlich nicht nötig, oder? Zynisch, geduldig, mit... Eigentlich nicht nötig. Komm. Machen wir so. So, ein feindseliger Komplott. Da können wir nochmal was wagen auf den Papst. Kleine Attacke. Geht nicht. Okay. Dann. Wen können wir abstechen? Hier, dich vielleicht. Oh, Alter, Erfolgschance. Einfach gigantisch. Ehre. So. Ihr wird jetzt belagert und ihr zieht in die Schlacht. Es muss raus. Oh, Scheiße. Scheiße, ich erzähle mir jetzt, dass ich jemanden ermordet habe. Eieiei, weiß ich nicht, ob das gut ist. Ah, sehr gut. Jetzt habe ich einen Anspruch auf Berg. Sehr gut. Gibt es jetzt nochmal Ackermatch. Hier wird die Burg erobert. Ja, wie ist das jetzt mit... Oh, unser Ritter Prinz Hendrik. Ach nee, schade. Ich dachte, Odo ist verstorben. Und irgendein anderer, okay. Berg. Berg war hier. Kann ich ihm jetzt den Titel aberkennen? Sehr gut. Gerne. Zack, hat geklappt. Ehre. So, dann gebe ich... Ja, nö, alles gut. Nice. Guck mal, jetzt haben wir bald wieder alles. Jetzt eigentlich nur noch Koblenz. Gehört dem. Wer das... Also, wer ist er denn? Hm. Nee, Sane auch noch. Das müsste noch... Ja, Hendrik, meinem Mann, gehören. Okay. So.
Warte mal kurz gucken. Gut. Alles klar. Ja, verläuft gut alles, oder? Also wir kommen voran. Belagerung gewonnen. Ja, dann könnt ihr wieder zu denen dazustoßen. Ich könnte jetzt noch weiter verfolgen, aber das ist, glaube ich, nicht nötig. Ich könnte jetzt einfach noch mehr erobern. Okay. Stur. Nein, nein, nein. Stur ist nicht gut. Rachsüchtig. Oder keusch. Nee, wir machen rachsüchtig. Der wird einfach, der kommt ganz nach seiner Mutter. Okay. So, was können wir denn noch hier in diesem Krieg machen? Verlorene Schlachten. Besetzte freundlicher Hauptsitz. Ach so, oh. Okay. Dann halbieren wir mal den Bums, glaube ich. Und schicken eine Armee hier hin. Und erobern hier alles zurück. Ah ne, hier hin. Weideland wurde errichtet. Kann ich vielleicht direkt, ja, was bauen. Es wird einfach gespammt. So. Fraktion hat sich aufgelöst. Es läuft alles wie geschmiert. Köln weint. Oh weia. Wir brauchen die Ressourcen für die Truppen. Wenn ein kleines Dorf in Köln verhungern muss, jetzt in Gesprächen zwischen meinen Ratsmitgliedern. Größeres Aufgebot. Nö, lieber Ränkespiel Lebenswandel. Sehr nice. Angststeuer. Eingeschüchterte Vasallen. Plus 15% Steuern. Verschreckte Vasallen. Plus 30%. Boah, Alter. Geil. Alter, nice. Okay. Meine Tochter hat ein Kind zur Welt gebracht. Helene. Helene Fischer. So, da helfen wir mal. Ich werde irgendwo überfallen, aber ich glaube, mir ist das relativ egal, solange das nicht hier ist, ja. Lösegeld. Ja, gerne. Alter, es hat einiges hier. Ah, es kann sein, dass ich jetzt weniger Kriegserfolg habe, weil ich die Geiseln hier freilasse. Aber ist auch egal, das kriegen wir auch so hin. Gib gut Kohle. Geld ist Geld, ne? Wie begnadete Influencer unserer Zeit schon sagten. Oh, der ist ein Bastard. Aha, unglaublich. Okay. So, das wird befreit. Hier wird belagert. Alles supi. Raul wird getötet, gerne. Geil, Mann. Affäre, aha. Oh, der hat überlebt. Na, dann nochmal. So. Oh, ich habe gar keinen Hofarzt. Ist verstorben, ja. Habe ich was im Ratssitz mit ultra viel Bildung? 48. Ah, ist aber nicht an meinem Hof, ne? Oh, nein. Meine Scheiße, 48 Bildung. Alter. Ja, dann suche ich einfach mal ein und ich veranstalte ein Festmahl. Geht wieder. Sehr geil. So. Welche eine Freude, ne? So, wer ist hier krass? 16 Bildung, 9 Bildung. Boah, ey, ihr seid auch also beide scheiße, ne? Habe ich hier nicht was Besseres am Hof, was krass Bildung hat? 1, 8, 6, 12,
19. Guck, mein Sohn hat 19 Bildung. Hm. Die hat, aber die ist halt schon Arzt. Nehmen wir mal die. Komm. Haben wir noch jemand Zusätzliches am Hof? Okay, nice. Meinetwegen, ist mir egal. Okay. Erobere Aquitanien, das muss weg. Ja, also da kommen wir auch noch hin. Wir machen halt was gerade so, also gerade lassen wir uns ein bisschen treiben. Das war jetzt hier ein sehr guter Zufall, dass wir hier einfach einen Krieg haben. So, die haue ich jetzt weg. Oh. So. Das Ding ist, meine Verbündeten fangen hier die ganze Kriege an und immer wenn ich joine... Affäre. Immer wenn ich joine, ist halt so eine Sache, ne? Oh, Jutta, ey, mach doch nicht den. Mach nicht den. So. Jetzt befreien wir hier den Bums. Achso, nee, das hat er besetzt. Also, so viel Geld man auch mit Ablassbriefe bekommen, ne? Es ist schon auch nervig, muss man sagen. So, haben wir es jetzt hier? Dann nehme ich das halt noch ein, mein Gott. Dann nimmst du das hier ein. Alter, was ist denn jetzt los? Endlose Audienz. Es vergeht kein Tag, an dem mir im Gericht nicht eine neue bedeutungslose Angelegenheit vorgetragen wird. Heute sind offenbar nur... Ich frage mich, wie geschwätzig wohl abgetrennte Köpfe sind. Mashallah. Ihr haltet 13 Schrecken, 300 Ränkespiel-Lebenserfahrung, 26 Schrecken, verliert 54 Anspannung, bekommen nochmal 26 Schrecken. Nochmal 54 Anspannung. Das ist ein Akt der Tyrannei. Wir werden beide getötet. Aber, also ich muss sagen, 300 Ränkespiel-Lebenswandel-Erfahrung, das schmeckt. Und die Kontrolle wird um 20 erhöht. Das machen wir. Beide Köpfe ab. So. Oh, das war sie. Ah ja, mein Gott. Dann kommt jetzt Graf Wiegeberg rein. So, hier bitte weiter holländisch wegmachen. Das habe ich noch auf dem Schirm. So, guck mal. Ich hätte gern jetzt... das hier wieder. Genau, Koblenz. So. Familienmitglieder können heiraten. Komm hier schön in Zucht, rein. Rein. Verbrecher einkerkern, gerne. Gut. Bundesgeschmiedet, einkerkern, Lösegeld. Gut, ja. Na gut. Ja. Es ist viel, was man hier tun muss. Also das Ding ist, umso größer ein Reich ist, umso langsamer braucht man halt für alles, ne? Weil es einfach... Ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. So, das wird belagert. Das lasse ich mir, also das verbitte ich mir. So, Gebäude wurde fertig gebaut. Können wir ein neues bauen. Irgendeins. Ich habe genug Geld. Scheiße, Hund drauf. So. Das ist ein stressiger Ablassbrief. Oh. Oh Gott, Alter.
Also es vergeht halt keine Sekunde, wenn man Pause wegdrückt, ohne dass was passiert. Wissensaustausch. Präsenzen interessiert, Wissen, bla. Ringespiel Lebenserfahrung. Geheimnis. Nehme ich das. So, Turnierprobleme. Wieder dabei. Was hier passiert? Einiges, einiges. Lokale Turniere. Graf Steffen wird euer bester Freund. Boah, aber Steffen will dann wieder... Den habe ich halt an der Angel, ne? Der will die ganze Zeit was von mir. Aber na gut, komm. So. Ackermatch. Ja, 300 Lebens. Sehr gut. Ehre. Schreckensverfall. Minus 1000%. Ehre. Alter. Es ist echt heftig, wenn man darauf spielt. Oh. Nein, nein, nein. Ich muss das stoppen mit gehörnter Gott. Unersättlich. Ist mir scheißegal. God bless. Wir haben den Krieg gewonnen. Auflösen, alle. So. Weil meine Verbündeten können auf mich zählen. Voila. Innovation. Landesschenkung. Hä? Haben die einfach ohne mich gemacht. Krass. Kriegerorden gründen. Noch ein? Hä? Noch ein? Hä, haben wir nicht schon zwei oder so? Okay, also, jetzt können wir das brutalste Ackermatch unserer Zeit machen. Der ist verbündet. Okay, der hat ja gar nichts. Krieg erklären. Ansprüche. Ich hatte doch jemanden an meinem Hof. Ist hier schon wieder reingehauen? Eieiei. Ich hatte doch jemanden an meinem Hof. Die... Ich mache mal Pause. Wait, ist die wieder reingehauen? Ist die wieder reingehauen oder hatte ich die noch nicht? Die war sehr alt. Vielleicht ist die gestorben. Ja, entweder ist die reingehauen oder... Nee, wäre die reingehauen, wäre ein großes Fenster aufgegangen. Wäre die gestorben, gibt es nur rechts unten eine Meldung. Dann ist sie gestorben. Scheiße. Herzogtum, welches? Junge, was will ich da? Herzogtum? Alter, was will ich da? Herzogtum? Ja, Mongolei! Abfahrt! Hä, die komplette Mongolei? Heftig, der hat... Also das... Ach nee, okay. Alter, okay, Mongolei sein Vater, ey. Hier wird was Großes aufgebaut. Herzogtum. Das sieht gut aus. Die kommt an meinen Hof. So, ja, schade. Hier oben. Ne? Kreuzzug. Das Ding ist, dann kommen halt die ganzen Katholiken hier hoch. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich will da gar nicht so eine große Nummer drauf machen. Ich glaube, wir machen einfach einen schönen Religionskrieg um ein schönes Herzogtum. Irgendwas Größeres. Wo ist denn seine Hauptstadt? Dann nehmen wir das weg. Okay. Herzogtum. Oh, das ist aber auch ein dicker Brocken. So, perfekt. Bestätigen. Abfahrt. So. Hä? Otto? Sophie? So. Bürgermeister? Was? Jutta, rein mit dir. Der kann nicht gefeuert werden.
Richtig? Töten? Geht nicht. Starkes Druckmittel. Der hat mich ja komplett in der Hand. Der muss weg. Wie kriege ich das hin? Geheimnisse aufdecken. Alter, krass. So, Krisch. Schwiegertochter ist mir scheißegal. Ein wenig Gold hilft viel. Es gibt ja jemanden, den ich beeindrucken möchte. Jutta gewinnt Meinung. Ja, gerne. Jutta, ey. Ehre. Oh. So. Herzogwechsel. Okay. Domäne. Bauen. Irgendwas. Jalla. Okay. Kriech. Oh, wait. Ich... Jo, danke. Wo ist er, der Fettwanz? Den zwinge ich jetzt Ritter zu werden, der scheiß Bürgermeister. Wie heißt der? Ratskanzler Ewald. Gut, gut, gut. Ratskanzler Ewald... Oh, der hasst mich ja richtig, ey. Zwing. Der. Gut, der ist verschreckt. Verschreckt ist eigentlich. Komm, ist in Ordnung. Ewald. Warte, wir können ihn schneller finden, wenn wir auschecken, wie viel Kampfgeschick er hat. 6. 6. Alter, wie viele Leute ich hab. So. Da ist er. Ich hoffe, du stirbst in der Schlacht. So. Schicke den Ratskanzler in den Krieg, jo. Gewonnen. Wir haben den König in Gefangenschaft genommen. Und ich würde sagen, wir foltern den erstmal eine kleine Runde. Aber ich bin noch nicht fertig. Dann brennen wir erstmal die Stadt nieder. Alter, was? Der hat meine Tochter beleidigt? Ist der... Hat der Lack gesoffen? So. Ich habe viele Töchter, bin ich ehrlich. So. Dann würde ich den hinrichten, denke ich. Zack. Und jetzt ist er hier Chef. Aha. Ja, die rotte ich halt komplett aus hier oben. Alter, 300 Ränkespiel-Lebenswandel. Abfahrt. Oh, wir können ihn bumsen. Beziehungsweise er kann mich bumsen. Oh, er ist schuppig. Alter, weg mit dir, Junge. Ah. So, was wollt ihr hier, ihr Hampelmänner? Alter, stehen geblieben. Ja, gern ein bisschen Gold. Kriegen wir hier gerade wieder rein. Ränkespiel-Herausforderung. 100%. Der bumst mich. Warum hat das immer mit Sex zu tun?
Hellschwarzdruckmittel. Ne, wir saufen einfach nur. Sehr gut. Weil wir Trunkenbold sind, haben wir die Option Ehre. Ich kann dem das nicht aberkennen, dem Ratskanzler, weil er ein Druckmittel hat. Dann kann man Titel nicht aberkennen. Eieiei, das sind aber viele Totenköpfe. Wir gehen den Seeweg. Alter. 2, 3. Und Abfahrt. So, kommt er zurück? Oder rennt er jetzt hier weiter? Oder will das befreien? Alter, Leute! Beruhigt euch mit eurem Ablassbriefen, bitte! Geld! Erbe ist nicht vermählt. Oh, er ist jetzt volljährig. Ehre. So, wir brauchen etwas, was richtig nice Werte hat. Etwas mit vererblichen Eigenschaften. So, haben wir ja was Jüngeres. Die sind ja alle Ü40. Hier, 15. Tochter. Das ist deine Schwester. Perfekt. Oh ja. Oh, die ist ja noch... Alter. Alter! Die. Fruchtbar. Hübsch. Genie. Kerngesund. Riese. Da kriegen wir noch Riese rein. Das ist ja riesig. Oder sie. Das ist quasi das gleiche Paket... Nur kein Riese. Es ist die Frage, Riese ja oder nein? Es gibt niemanden mit Reinblut, glaube ich. Können wir mal gucken. Reinblütig. Alle. Nee, gibt es niemanden auf der Map. Oder? Können wir hier unten suchen. Charakter finden. Oh, warte mal. Warte mal. Wie alt ist die? 19. Ei, die hat aber Blattern. Egal, vielleicht überlebt die das. Die ist reinblütig. Und hier ist noch eine 19-Jährige. Die hat auch Blattern. Ist auch reinblütig. Sind das Geschwister? Ja, das sind Geschwister. Neffe von euch. Warte mal. Ja, Leute, wir haben reinblütige Charaktere auf dem Server. Ist eigentlich für den Spielstand jetzt egal mit unseren Zielen, aber das wäre nochmal etwas, was wir nicht geschafft hatten. Die sind zwar beide krank, aber das muss nichts heißen. Also, das Problem ist, die sind schon vergeben. Aber wir können die einfach umbringen. 46%. Geschwister. Wo hocken die denn? Hier? Das sind nah. Erinnert ihr euch von der einen, die wir nicht bekommen haben, die reinblütig war? Das sind Nachfahren von der. Das war auch hier. So, und die andere ist da auch noch am Hof, ne? Okay. Dann werden wir da jetzt einfach Geheimnisse aufspüren. So. Das wird schon mal helfen. Warte, ich will die anpinnen. Wie geht das nochmal? Angepinnte Charaktere. Wie pinne ich die an nochmal? Hier, ne? Zack. Zack. So. Dann brauche ich da unten nicht immer. Der Fettsack muss weg. Mord. Einladen. Das wird eine tolle Sache. All mein Geld gebe ich dafür jetzt aus. Sehr gut. Rein. So. 93,95. Sehr gut.
Sehr gut. Ich könnte so lange tatsächlich nochmal Komplott verstärken, ist aber unnötig, weil ich habe E93 und der soll lieber Geheimnisse aufspüren. Gut. Sehr gut. Erbe ist nicht vermählt. Ja, Verlobte können heiraten. Gerne, gönnt euch. Nicht? Ach, die ist im Knast. Freilassen, Mann. So. Vormund für Kinder. Nee, das ist der Inzuchtboy. Kannst du machen. Falco kann heiraten. Ja, genau. Da sind wir jetzt dran. Entspann dich, Falco. Kann Vasallen an rechtmäßigen Lehnsherr übertragen? Ja, gerne. Der hasst mich ja eh, ey. Gönn dir. Und der auch. Perfekt. Die waren beide eh massiv unzufrieden. Gut. Dann haben wir da alles wieder geklärt. Wie sieht's im Kerker aus? Nochmal foltern, Abfahrt. Junge, die ist auch spannend, die wird freigelassen. Foltern. Ich glaube, ich kriege keine Stats mehr. Ich glaube, ich bin am Cap. Katholisch, Französisch, foltern. Ja, ich bin am Cap. Kann ich das nachgucken eigentlich? Bin ich hier am Cap? Maximal je 5. Wo kann ich das einsehen? Plus 5. Finstere Erkenntnisse. Kampfgeschick auch? Ja, okay, ich bin am Cap. Dann brauche ich die gar nicht mehr foltern. Ja, mein Erbe kann trotzdem erstmal eine andere Partnerin bekommen, aber das verkompliziert die Sache nur. Und ich habe nicht so viel davon, außer dass er halt schneller ein Kind bekommt. Aber das brauche ich jetzt gar nicht. Deswegen halte ich da schön den Slot frei, damit da auch nichts nachher im Weg ist. Abfahrt. So, und damit müsste ich es dann eigentlich gewonnen haben. Sehr gut. So, dann haben wir hier wieder einen Brocken. Und jetzt können wir das nutzen, um Kriegerorden zu gründen. Das. So. Girwan. Ja. Spandauischer Kriegerorden. Aber ich hatte doch schon einen. Gut. Kerkerreich. Einkerbungswahrscheinlichkeit plus 50%. Was macht Folterer nochmal? Schreckenszuwachs 50%. Komplottwiderstand 25%. Alter. Wir hätten mal mehr auf Ringgespiel spielen sollen. Heftig. Ja, dann. Echt? Sind die ein bisschen älter? Ich mache mal Pause. Oh, stimmt. 26 und 29. Ist aber alles easy. Ist cool. So. Hier, dem wollte ich ja alles geben. Der kann noch 3 bekommen. 1, 2, 3. So. Und du? Du kannst auch noch 3 bekommen. 1, 2. So, dann ist das da schön alles geordnet. Okay. So, jetzt, während das hier läuft, ja, wir können hier nochmal, können wir nochmal super safe gehen und hier noch jemand, nee. Während das läuft, können wir jetzt mal unser Projekt Papst voranbringen. Wobei, ihr seid ja auch echt erpressen. Der ist perverser. Das decke ich auf, oder? Oh, warte mal. Ich kann ihn erpressen und dann vielleicht vasalisieren. Er ist aber im Krieg gerade. Ich könnte versuchen, den zu vasalisieren. Aber er gehört einen anderen Glauben an. Und andere Kulturgruppe. Allein deshalb minus 120. 110. Aber ich kann ordentlich Meinung rausholen.
frage mich, wie viel ein Druckmittel geben würde. Ach, scheiß drauf, ich veröffentliche das. Geht gar nicht, wa? Da. Aufdecken. Abfahrt. Wer ist das? Katholisch. Aufdecken. Ah, nee. Ah, war echt dumm. Okay, wir können mal bei unserem Hof gucken, ob hier etwas nicht spandauisch ist. Ja, jetzt vielleicht. Dann haben wir den auch. Oh. Okay. Herr Papst. Wollen wir den jetzt mal battlen, Leute? Wollen wir den jetzt mal battlen? Schottland muss jetzt erstmal wieder abkühlen, ehe ich da wieder Krieg machen kann, weil da haben wir jetzt einen Waffenstillstand. Frankreich können wir jetzt rein. Oder wir knallen den Papst. Oder wir erobern in Italien noch ein bisschen mehr. Ja, wobei, ich kann hier erstmal sowas hier eigentlich wegklären. Komm, das machen wir mal zuerst. Nein, Grafschaft, ja. Das machen wir mal zuerst. Das geht auch ganz schnell vorbei. Nimmt Bekehrung an. Sehr gut. So. Gebäude bauen. Das. Das. Sehr gut. So. Koblenz, sehr gut. Alter, das hat aber lange gedauert. Wir können jetzt Koblenz, glaube ich, ihm aberkennen. Da haben wir jetzt einen Anspruch fingiert. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gib es mir. Gib mir Koblenz. Ehre. Sehr, sehr nice. Jetzt haben wir Koblenz wieder. Und hier können wir jetzt neue Besitztümer errichten. Tempel. Geil, wir haben jetzt das ganze Herzogtum für uns. Ehre. So, das haben wir erobert. So sei es. Vormund für Kinder. Jasmin. Machen wir mal Höfling hier. Alle auflösen. Hellas, können wir da nochmal Krieg machen? Ja, auch abgekühlt. Könnten wir jetzt auch schnell, aber oh, das ist wieder ein Akt, ne? Krieg erklären. Oh, guck mal. Lombardei, Ansprüche, Ansprüche, Ansprüche. Haben die auch noch andere Ansprüche? Hm. Hm. Kreuzzug um Königreich. Das wäre gegen orthodox. Wie stark sind die Orthodoxen? Religion? Oh, oh. Die sind sehr stark. Nee, dann machen wir das mal nicht. Dann machen wir das mal nicht. Übrigens, ich kann doch jetzt wieder hier ein bisschen bekehren. Gucke mal. So, das hier muss weg. Das ist ja widerlich. 4 Jahre? Alter. Das hier vielleicht? 4 Jahre? Ja, dann vielleicht erstmal etwas, was in unserem Kultur-Dings ist. Sowas hier. 3 Jahre. Ja, gut, hilft nichts. Hä, aber habe ich das nicht mehr? Dass wir die schneller... Gemeindeverflechtung. Ist das hier nicht spandauisch? Kultur? Nee, ist bayerisch. Ah ja, sächsisch meine ich. Nicht spandauisch. Tatsache. Ja, gut. Ist jetzt außerhalb meines Kulturradiuses. Aber haben wir nicht vielleicht noch irgendetwas innerhalb von... Nee, wir haben echt alles, was sächsisch ist, ist auch Zeugen Spandaus.
krass. Ja, dann kratzen wir aber wirklich hier so ein paar Reste weg. Sowas hier. Sau, was ist das? Wobei, da kann ich auch eigentlich... Warte mal. Eigentlich ist es grob wie gesprungen, aber... Ich meine, ich kann den auch einfach befehlen, dass die... Wer ist das? Ich wollte jetzt eigentlich bekehren, aber anscheinend ist das unabhängig von den Vasallen. Na, ist auch egal. Okay. Ja. Ich glaube, dann erklären wir jetzt mal dem Papst den Krieg, denke ich. Mal gucken, was dabei rauskommt. Der war nicht so... Also, gut, der wird wahrscheinlich... Also, ich rechne damit, dass er ultra viel Söldner sich holt. Lol, ich muss einen Kreuzzug machen. Krieg aber hier alles. Es geht nur mit Kreuzzug? Krass. Aha. Aber guck mal. Warte mal. Verbündete? Man sieht jetzt nicht bei dem Kreuzzug, welche Katholiken sich alle anschließen würden, ne? Okay. Ja, aber dann machen wir jetzt einen Kreuzzug. Gegen den Papst. Ich würde mir noch mal was zu trinken holen. Bin aber gleich wieder da, ja? Und dann machen wir Kreuzzug. Bis gleich. Ah.
So, Leute. Da bin ich wieder. Ah. Deus Vult gegen Orthodox wird bestimmt Fun geben. Also wir erinnern uns an ein paar Kreuzzüge, die ich schon im Rahmen dieses Let's Plays gemacht habe. Gerade so die letzten zwei, die waren brutal zum Kotzen. Das Game Design von Kreuzzügen ist ultra nervig. Ultra unbelohnt und nervig. Man gewinnt alle Schlachten, erobert alles. Also wirklich, es ist so nervig. Vielleicht haben die es gepatcht. I don't know. Ich habe mich ja mega darüber aufgeregt. Also das, sollten die es nicht gepatcht haben, meine persönliche Meinung über Kreuzzüge ist, in diesem Game, sobald es einfach... Was? Muted? Deichkind? Hallo Max? Muted? Was? Bin ich muted? Hä? Nö. Deichkind, kannst du mir bitte mal sagen, was du meinst? Ist jetzt aber besser. Wurde es gepatcht? Okay, bin ich ja gespannt. Ey, die Patchnotes von dem Game sind ja auch geisteskrank, ne? Hört Deichkind mich? Nee, passt alles. War sein Bad. Okay. Also, der Tag, an dem die Mods auch anfangen, mich trollen zu wollen, ich glaube, an dem werde ich senil. Bin ich ehrlich. Okay. Leute. Seid ihr bereit? Wir holen zum finalen Schlag gegen den Katholizismus aus, weil ich bin ehrlich, wenn der Papst fällt, ich bin sehr gespannt, was dann mit dem Katholizismus passiert auf der Map. Ich meine, in Frankreich ist noch einiges, aber das ist ja auch alle, ne? Ich würde sagen, Abfahrt. Das wird, glaube ich, das Ackermatch des Let's Plays. Alter, was geht hier rechts ab? Alter. Deus Vult, Leute. Heilige Scheiße, Bruder. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also ich sag mal so, die halbe Map glüht. Aber es geht um dieses Königreich. Wir können jetzt hier, anders als bei vergangenen Kreuzzügen, direkt zu Beginn richtig Alarm machen. Truppenstärke ist gut. Abfahrt. Also bevor die hier irgendetwas starten können. Hoffe ich. So, als erstes machen wir das hier weg. Dann gehen wir oben rum. Scheiße. Warte mal, warte mal. Nein. 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 Ja. Ja. ...111, komm. Abfahrt. Feindlicher Kriegerorden. Oh ja. So, Kriegerorden. Nimmt am großen Religionskrieg teil. Orden von... Alter, Alter, was hier ausgehoben wird. Alter. Alter, okay. So ein Ackermatch hatten wir noch nie. Heilige Scheiße, Bruder. Alter, was? Was?
Okay, das ist das große Finale, meine Freunde. Fetter kriegen wir es nicht hin. Alter, hier wird überall... Okay, ich muss irgendwie meinen Beitrag leisten. Geil, wir haben doppelt so viel Truppen. So, wer... Nee. Papa von Sterzinger, wobei... Prinz Henning? Nee, Halbbruder. Summe aller Werte. Kann ich nicht... Nee, mein Erben geht nicht, ne? Mein Erbe geht nicht. Zynisch, ehrgeizig. Oh, ganz schwierig. Bruder und Schwager. Wie ist es denn mit Papo? Ist mein Sohn, ne? Treuherzig. Aber auch eigenwillig. Das ist eigentlich komplett konträr. What the fuck? Treuherzig. Zufrieden. Haben wir nichts. Oh, weia. Nur zufrieden? So. Nichte. Die ist zufrieden. Tapfer. Du, guck mal, die ist zufrieden und ruhig. Die ist zufrieden und geduldig und tapfer. Also. Ja, komm, wir nehmen meine Nichte. Gisela. Alter, 150.000 Truppen. Mashallah. Da bin ich ja nur eine kleine Wurst von. Alter. Aber gegen den Papst hier will ich unten in Italien 1-1er. So, hier strömt schon alles rein, ey. Blau, 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 blüht der Enzia. Oh, moin. 13.000 vom Pape. Nee, komm, kümmer. Scheiße, den krieg ich nicht. Oder? Krieg ich den? Ja, ich krieg den. Zack! Da haben wir ihn direkt am Zipperli. Gisela. Nee, Gräfin Sophia. Alter. Auch hier in Kreuzzugmontur, ey. Ehre. Der wird jetzt geboxt. Das ist schon richtig gut, weil das die Haupt... Also das Herz der gegnerischen Streitmacht. Nice. Guter Start in Kreuzzug. Guter Start. Na gut. Oh, warte mal. Wie ist das hier eigentlich? Sehr gut. Dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Reinblütig. So, der ist weg, Junge. Weg vom Fenster, ausgepeitscht. So. Geil. 4%. Guter Startschuss. So, macht hier alles nieder, Leute. Oder gehen wir hier direkt drauf? Würden wir hier nochmal wie viel verlieren? Ach, Mann, ich sehe es nicht. Bitte geh da. Scheiße. Nee, okay, wir machen erstmal das. Oh, Gebäude wurden gebaut. Kultur fördern beendet. Okay, dann pausiere ich mal kurz. Kultur fördern. Genau. Holland. Holland den Chaos machen, das ist das Motto. Alter. Okay, Gebäude bauen. So. So. Oh, ich hab Florenz? Lol. Okay. Ja, eigentlich, da brauche ich nichts bauen. Das gebe ich eh bald ab. Ich habe einfach random Florenz. So. Oh, jetzt sammeln die sich aber. Aber meine Jungs auch. Alter. Die strömen hier einfach alle rein. Aber Frankreich ist schwierig, ne? Da müssen wir mal gucken. Na gut. So. Das hier wird auch super. 90. So, da können wir jetzt auch wen anders beeinflussen. König Hugo, wa? Mit dem habe ich wahrscheinlich noch lange zu tun. Machen wir mal. So, wie sieht's aus mit Jagd? Abfahrt. Ritter einladen, Abfahrt. So. Ich würde das jetzt tatsächlich, glaube ich, stürmen, oder? Ups. Zeit, kleine Bresche. Oh, nee, da verliere ich... Ah, ich verliere echt viele Leute dadurch. Scheiße. Egal.
Jetzt können wir uns hier freier bewegen, das ist schon ganz gut. Alter, was hier abgeht, das habe ich noch nie erlebt. Holy shit. Ah, das ist die Jagd, okay. Leiche verstecken. Oh, der hat wen umgebracht. Nein, nein, nein! Ach so. Oh, ich dachte, Falco wurde umgebracht. Brother from another mother. Falco wird getötet. Wir vertuschen das. Ja! God bless Falco, ey. So, mein Sohn. Macht mal den Papst da weg. Euer Ratsmitglied Sophie ist verstorben. Oh. Okay. Sadistisch, Abfahrt. 31, nehmen wir. So, der Scheiß. Ah, den. Den kriege ich dann nicht raus. Der muss in der Schlacht sterben, bitte. Der hat nur einen Arm. Sag mal, aber ich habe den gezwungen, ne? Weil der hat da jetzt keine Ritterrüstung an. 6 Kampfgeschick. Hat der 7 bekommen? Ach, der hat einen Arm verloren und deswegen hat er vielleicht weniger bekommen. Kann das sein? Da ist er, oder? Nee. Doch. Doch, das ist er. Zwingen. Sehr gut. Der muss halt wirklich draufgehen, das wäre ja Premium. So, Rom wird belagert, Leute. Vatikan, sein Arschloch. Alter, Leute, was geht hier ab? Oh, jetzt wird hier aber auch gebettelt. Jawohl, macht sie nieder. Ist mir egal. Guck mal hier, 63.000 Truppen ballern hier gerade mal 500 Leute weg. Mashallah. So, komm, mach die alle weg. So, Bodo muss jetzt sterben. Bitte, 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 bitte. Bitte. Das ist so mein kleines Nebenprojekt gerade. Alter. Ja, okay. So, jetzt direkt. Du. Heirat arrangieren mit Falco. Ja, ja, ja. Ja, bitte. Und sie ist gesund geworden übrigens. So Leute, aber ihr helft mir hier bei der Schlacht, ne? Dass das klar ist. Ja, sehr gut. Ja! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Also ne, noch kann was passieren, aber... Das ist schon sehr Ehre. So, Schlacht gewonnen, sehr gut. So, jetzt wollen die das zurückerobern. Da wird jetzt auch nochmal richtig geballert, Brüder. Leute, helfen, ne? Helfen? Hallo? Ja, ich vertraue der KI, wie ich es immer tue. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. 34.000, die werden niedergemacht, so wie es sich gehört. Sehr gut. Sibylle kann heiraten. Nehmen wir. Nee, Lösegeld nicht. Leck. Okay, kurzer Leck. Das vergebe ich an... Wem gehört das hier alles nochmal? Er hier, ne? Ja. Oder ihm. Ich glaube, er ihm. Der hat auch mehr davon. Titel vergeben. Ja. So. Ja, Leck. Hm. Es
kann sein, dass Vodafone hier oder Telekom oder was auch immer wir hier haben, kurz knallt. Aber das müsste gleich wieder gehen. Müsste gleich wieder gehen, Leute. Es tut mir leid. Oh, eine Sache. Hat jemand gerade im Chat geschrieben? Haben mehrere im Chat geschrieben. Falco ist am Fighten. Das geht natürlich nicht. Verbieten. Boah. Da machen wir aber eine ganz sichere Kiste. So, sehr gut. Hier wird alles erobert. Das ist wunderschön, wie die KI mitarbeitet. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal miterlebe. Einfach reloaden, ja? Oh, Dynastievermächtnis. Ehre. Warte mal, was wollten wir? Ja, komm. Geil! Der Bürgermeister ist gestorben, Freunde. Freunde, der Bürgermeister ist gestorben. Jetzt können wir Jutta einladen. Ehre. Geil. Das ist sehr gut. So, Rom ist zur Hälfte durch. Aber wir könnten durchbrechen. Aber brauchen wir gar nicht. Wir liegen hier vorne. Keine Eile. So, jetzt machen wir das weg. Oh, warte mal. 700. Never mind. Gut, dann machen wir hier erstmal alles fertig. Gehen wir da hin. Gehen wir erstmal hier wieder in die Richtung. Junge, Falco draufgegangen in der Schlacht. Ey, ich hätte mich erhangen. Ich meine, gut, sie ist frei verfügbar. Theoretisch kann ich sie dann natürlich wem anders verheiraten. Feindlicher Kriegerorden. Die wurden, glaube ich, alle schon angeworben. Ja, Leute, ich kann da gerade nichts dran ändern, falls es immer noch leckt. Beim VOD wird es nachher auf jeden Fall nicht so sein, aber es sieht gerade wieder gut aus. Müsste gerade wieder gehen. Geht's wieder? Also, meine Bandbreite sagt ja. Papst, fünfmal Folter und dann Hinrichtung. Ehre. Nee, nicht nur fünfmal, Bruder. So. Wie sieht's denn hier aus? Kann man das nicht belagern, Bruder? Geht das nicht? Genau. Zack. Schere. So. Sieht aber alles in allem sehr gut aus. Oh, da unten kommt gerade was an. Okay, wer von euch sackt in seinem Bereich? 26, 35, 31. Ja, mach ich hier. Ein bisschen mehr Bildung bekommen, dann werden hier auch schneller die Grafschaften bekehrt. So, Rom ist gleich unser. Oh, hier wird gefeiert. Oh, 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 warte mal. Die machen hier ein bisschen Auge. Kriegen aber gut auf den Sack. Ja. Da kriegen die auch auf den Sack. Sehr gut. Wir haben Rom gleich erobert, Leute. Jede Sekunde fällt Rom. Gemahl erkrankt. Das ist nicht so schlimm. Also, ne, nur für die, die es nicht mitbekommen haben, weil es geleckt hat. Ich habe Falco rausgehalten als Ritter. Der ist kein Ritter mehr. Danke für den Hinweis. Ja, und ansonsten habt ihr eigentlich nichts verpasst. Achso, doch, der Bürgermeister ist gestorben. Und der Papst ist gefangen, meine lieben Damen und Herren. Und Rom ist gefallen. Geil. Alter, der wird jetzt so hart gefoltert, Junge. Wirklich, er ist mein Special Guest im Knast. Wisst ihr auch wieso? Hier wird jetzt erstmal alles hingerichtet, was sonst noch hier so rumfleucht. Ist mir scheißegal.
Hinrichten. Kinder, Frauen, es ist mir egal. Hinrichten. Orthodox, bulgarisch, Bruder. Weg mit dir. Kartoff, weg. Weg. So. Denn für den Papst mache ich meinen riesigen Kerkeranlagen schon mal ein bisschen Platz. Das wird quasi ein Wellnessurlaub in der Hölle. Versteht ihr? Für den müsste ich eigentlich ein eigenes Video machen. So, also Papst Stephanus IV. Tut mir leid, dass ausgerechnet während deiner Regentschaft hier das alles passieren muss. Aber ich bin ehrlich, in den letzten Jahrhunderten ist sehr viel Hass entstanden. Ich würde jetzt erstmal anfangen und dich so leicht kitzeln, Digga. Warum immer alles kompliziert machen? Mit der guten alten Streckbank kann doch nichts mithalten. Das Geräusch von brechenden Knochen und reißenden Sehnen ist einfach unvergesslich. Doch nicht so unvergesslich wie der Schmerz, den Papst Stephanus bald erleben wird. Haha. Geil. Nice. Oh, hier gibt's gleich ein sehr großes Ackermatch. Hier versammelt sich alles. Gemahlstab. Warte, das klären wir kurz. Aber hier gibt's gleich das riesigste Ackermatch des Let's Plays, glaube ich. Summe aller Werte. Nehmen wir. So, kommt ihr? Oh ja. Die wollen da drauf. Okay. KI, du musst helfen, ne? Ja, KI bewegt sich sehr gut. Was ist jetzt schon wieder? Nichts mit Falco, oder? Schändliche Wald ist ans Licht gekommen. Baronin Hildegard. Ab in Kerker. Aber. Es wird für den Papst Platz gemacht. So, wann kann er wieder gefoltert werden? In 5 Jahren. Na gut. So. Die wollen Ackermatch. Kriegen sie. Wir helfen hier. Oh, Alter. Okay. Okay, also. Wir haben hier. 20.000 gegen 11.000. Hier haben wir 59.000 gegen 6.000. 64.000 gegen... Die kriegen unnormal auf den Arsch, will ich damit sagen. Also das ist halt eine Rasur sondergleichen. Sieg. Aber hier fehlen noch 16.000. Gehen wir direkt weiter, würde ich vorschlagen. So, auf die 18.000 nochmal. Zack. Heilige Scheiße, Bruder. So, hier wird weiter belagert. So, der wurde auch verhaftet. Jutta ist gestorben. Er lag ihren Verletzungen. Oh mein Gott. Sie haben Jutta getötet. Hm. Nehmen wir ihn. Na gut. Ah, ist nicht so schlimm. Ah, die hatte schon gute Stats. Aber ist egal. So. Wird hier nochmal Anspruchsteller einladen? Vielleicht kommt ja was für ein Kaiserreich rein. So. Was ist denn jetzt hier oben los? Können wir hier nochmal ein bisschen Ackermatch machen? Genau. Sehr gut. Da wird ein bisschen. Wir müssen die dezimieren. Schön klein halten. Sag mal, wenn wir ihn hinrichten, dann wird einfach neuer ernannt, ne? Es bringt nichts. Er wird so durchgefoltert, Bruder. In 5 Jahren nochmal. Aber wahrscheinlich bis dahin, ne? Egal. So, jetzt kommen die hier unten schon wieder, oder was? Oder wie? Bruder Henning ist verstorben. Ey, Henning, RIP. F in Chat, Leute. Kann man beim Papst Bekehrung verlangen? Alter, wie viele Gefangene habe ich? Mashallah. Ich gewinne eine Schlacht, krieg... Ja gut, das war auch echt viel Leute.
Freilassung verhandeln? Bekehrung verlangen? Nee. Nee. Ihr könnt einem Glaubensoberhaupt keine Bekehrung verlangen. Nur dann bereit. Achso, warte mal. Ist der im Kerker oder ist der nur Hausarrest? Der muss schon in den Kerker, finde ich. In den Kerker verlegen, ja. Aber hallo. Zack. Sträflingsklamotten, aber so eine Krone, ey. So. 600. Na, ist in Ordnung. So. Also es ist halt wirklich unfassbar, wie viele Truppen hier sind. Das ist wirklich so heftig, Mann. Heftige Scheiße, ey. Ja, mit der will ich kein Bündnis. Verbrecher können eingekerkert werden, gerne. So, das wird jetzt belagert. Da kommen auch noch ein paar Truppen. Ist aber nicht schlimm. Achso, die sollte ich schon eigentlich direkt wieder freilassen. Ich glaube, es macht tatsächlich gar nicht so viel Sinn, die immer zu verhaften und wieder freizulassen. Ich denke die ganze Zeit, ich kriege dann insgesamt mehr Beliebtheit, aber ich glaube, unterm Schnitt kriegt man sogar weniger bei denen. Alter, Junge, belager da doch weiter. Mann, ihr brecht es die ganze Zeit ab. Dass man jetzt schon die Namen für die Kindeskinder... Na gut. So. Gar keinen Befehlshaber. Nur mal Hendrik. So. 88 schon. Alter, wie viel Schlachten auch hier einfach ablaufen. Ja, also wir haben ja schon sehr viel Kontrolle mittlerweile. Wie sieht's eigentlich aus bei Falco? Hat der schon Kinder? Nee. Na gut. Wie viele Leute brauche ich jetzt zum Belagern? Ah, perfekt. So. Oh, oh. Oh, was ist hier los? Leute. Jawohl, da kommt die Kavallerie. Aber nice, wie die KI jetzt mitspielt. Also, das haben die echt verbessert. Früher war das ja katastrophal. Hier wird einfach so Meta gemacht. Das ist so nice. Ey, die KI spielt auf einmal mit. Das ist ja unfassbar. Das ist so schön. Das ist ein richtiges Happy End für mich jetzt gerade. 96%. Seht ihr gar nicht. So, Folterer. Auch gut. Für den Papst. So, wie geht's dem eigentlich? Kann man nochmal gucken. Ich meine, wir können den auch mit einem großen Fest hinrichten. So. Neues Gebäude fertig. Ah ja, mehrere. Zack. Zack. Florenz, Alter. So. Wird fleißig erobert. Also eingenommen. Wie kommen die immer hier ins Hinterland? Löscht die aus! Feinde treten aus Krieg aus. Der hat die Hosen schon voll. Sehr gut. Aber es ist krass, ne? Kaum ist man im Kreuzzug, gut, jetzt gerade schon, aber kaum ist man im Kreuzzug, kommen lang nicht so viele Ablassbriefe rein, weil die halt alle busy sind. Und keine Scheiße bauen. Okay, jetzt kommen halt gerade echt viele, holy shit. König Hugo beeinflusst, sehr gut. Hugo Boss. So, wenn ich die drei Städte habe, dann war's das hier. Einfach jetzt spulen. So, achso, nö, alles gut. Wie alt ist eigentlich Tamina? 54, das geht ja noch. By the way, wir können hier nochmal gucken. Tötungen anzeigen. Ja. Tamina hat ordentlich durchrasiert.
während ihrer Regentschaft? Meine Truppen zermürben. Ja, tatsächlich. Nö. Alles gut. Hier nicht. Hier. Hier ist schwierig. Ei. Ne, das ist nicht gut. Ach, scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Weil, das reicht noch. Ja, das reicht noch. Ey, ich brauche das jetzt einfach nur einnehmen, diese Städte hier, und dann habe ich eh gewonnen. Ehrgeizig, meinetwegen. Leute, das war der Siegeston. Das war der angenehmste Kreuzzug, den ich jemals gespielt habe. Erlebt habe. Ja, wir haben es erlebt. Was, sie ist sehr angespannt? Nein, alles entspannt. Hier. Anspannungsstufe 0 von 3. Ja, dann Leute, würde ich sagen, soll ich ihn vorher nochmal hinrichten? Aber ich glaube, wenn ich ihn hinrichte, habe ich nicht mehr gewonnen. Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Ich richte ihn jetzt hin. Weil ich würde ihn normalerweise jetzt noch 38 Mal foltern wollen. Aber das Problem dabei ist, ich muss halt immer 5 Jahre warten. Und seit ich streame, haben wir jetzt 9 Jahre... Nee, wie viele Jahre geschafft? 7? Das macht keinen... Also so lange warten wir jetzt hier nicht, nur um den zu foltern. Deswegen würde ich ihn jetzt nochmal zum großen Finale hinrichten. Hinrichtungsmethode auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Das finde ich gut. Finde ich gut. Das ist richtig qualvoll. Hinrichten. Für Ehre. So. Jetzt haben die einen neuen Papst. Okay. Ist mir egal. Erzwinge jetzt meine Forderung. St. Georg ist mit uns. Geil. St. Georg hat Papst Tamina den Krieg im Heiligen Krieg um Romagna geschenkt. Nachdem sie Papst Lucius und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwangen unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Nun, da die besetzten Lande fest im Griff eines heiligen spandauischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. Sieg. So. Bla bla bla. Geil. Was ist jetzt mit dem Katholizismus? Also erstmal alle auflösen. Die Belohnung. Gisela wurde belohnt. Mathilde wurde belohnt. Die wurden alle belohnt. Ehre. Ja, die haben alle nice gekämpft. War geil. Ich wurde auch belohnt, sehe ich gerade. Was habe ich bekommen? Rom! Rom! Alter. Kolosseum? Aurelianische Mauer. Aha. Garnisonsgröße plus 50. Alter. Ja, was ist jetzt aus dem... Katholisch. Ja, ist immer noch da. Okay. Wo sitzt der Papst jetzt? Der sitzt immer noch da? Okay, warte. Im Vatikanstaat. Und den kann man auch nicht bekehren. Oder, hä? Ja, doch. Nee, das ist ein See. Das ist ein See. Hä, aber, okay. Wo hockt der?
haben die einfach, also warum wird, wenn man auf einen Charakter draufklickt, wird man ja zu seinem Aufenthaltsort. So. Das sieht nach Rom aus. Aber Rom ist hier, oder? Der ist hier oben. Ich check's nicht, Leute. Was ist hier los? Da, wo das Kreuz ist. Nee. Doch, Vatikanstadt. Heilige Stätte von Rom. Vatikanstadt. Bistum von Vatikanstadt. Bischof Charles von Vatikanstadt. Du kannst unter den Ereignissen den Papsttitel vernichten. Ja, ich glaube, ja genau. Sebastian Proske schreibt es. Der hat nur noch seinen Theokratie-Reichstitel, keinen echten Sitz bzw. Land mehr, ja. Aber ich glaube, er hält sich halt trotzdem hier im Vatikanstadt auf. Das ist ein Tempel in der Grafschaft Rom. Heilige Stätte übrigens auch. Habe ich jetzt hier bei Entscheidung etwas? Nee. Kann ich den Vatikanstadt irgendwie... Aber kann man... Pontifikat abschaffen in Entscheidung. Nee, habe ich nicht. Warte, vielleicht muss ich mal ein bisschen laufen lassen. Also, seine Truppen sind ausgehoben, vielleicht ist er dort dabei. Ach so. Tatsache, da waren einfach seine Truppen, deswegen ist das Bild immer dahin. Aber wenn ich jetzt auf ihn draufklicke, ist er nirgendwo. Okay. Gut, dann würde ich jetzt mal Folgendes versuchen. Ich würde hier einfach bekehren. Das dauert 11 Jahre. Okay. Dann würde ich hier für Ordnung sorgen. Und ich würde hier die Kultur fördern. In Rom. Okay. Schisma ist, vielleicht hängt das damit zusammen. True. Das große Schisma sei die christliche Kirche gespalten. Doch wenn alle 5 episkopalen Arme der Pentarchie wieder unter der ihr habt alles verstanden bislang, wieder unter der Herrschaft eines einzigen Großreichs stehen, das vom Formular... Okay, also, das bedeutet... Wir müssen halt die Hauptsitze der christlichen Welt kontrollieren. Also zum Beispiel Byzantinien, das wäre, glaube ich, genau für Orthodox der Hauptsitz. Ne? Grafschaftsgebäude, Grafschaftsglaube, Orthodoxie, Glaube des obersten Lehnsherren, Orthodoxie, genau, als Beispiel, ja, für Orthodoxie. Für die Orthodoxen. Orthodoxie klingt irgendwie wie so eine medizinische Praktik. Alter. Und damit verbunden muss man auch die Grafschaften kontrollieren. Und an Jesus, ich könnte mir vorstellen, dass man damit dann die ganzen christlichen... die ganzen unterschiedlichen christlichen Glauben zerstört.
Pontifikat vernichten geht nur, wenn man nicht christlich ist. Ja, stimmt, weil wir sind ja quasi ein reformierter katholischer Glaube. Ja, es macht schon Sinn. Okay. Ja, aber so rein an sich, die sind jetzt gebumst. Katholizismus ist ja am Rand des Abgrunds. Das ist jetzt wahrscheinlich zerfällt das jetzt nach und nach, könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise wird dann einfach so schrumpfen, dass nur noch so eine Randsekte ist. Ja, was schreibt ihr? Wenn du den Katholizismus auf der Karte auslöscht und ganz Italien unterworfen hast, kannst du das Pontifikat zerstören. Ja, aber wahrscheinlich nur, wenn man nicht christlichen Glauben hat. Das hat den historischen Hintergrund der 5 Patriarchate. Ja. Du meinst das große Schisma, ne? Geiler Name. Das große Schisma. Ist das, also... Guck mal, das können wir mal bei Wikipedia. Wikipedia. Gibt's das hier? Oder nur Schisma? Schisma. Der Ausdruck Schisma oder Glaubensspaltung bezeichnet die Spaltung innerhalb einer etablierten religiösen Glaubensgemeinschaft. Der Begriff Schisma wird vor allem in Bezug auf die christlichen Kirchen und die Geschichte des Christentums verwendet. Glaubensspaltung findet sich aber nicht allein im Christentum, sondern auch etwa im Islam zwischen Scharidschiten, Schiiten und Sunniten sowie im Buddhismus. Gelegentlich, okay. Ich glaube, das, guck mal, Geschichte des Christentums. Haben wir hier was mit Zeitalter Reformation? Gibt es hier was so in dem Zeitraum? Orthodoxe Mission, römisch-katholische Mission. Ist schon ganz interessant, ne? Anglikanische Reformation, lutherische Reformation. Ist schon heftig, was dieses Christentum alles durchgemacht hat, ne? Ja, also basically müsste man hierfür das komplette Mittelmeer einnehmen. Konstantinopel, Antiochia, wo ist das? Oh, wait a minute. Nee, stimmt, bis, ja doch. Klar, ja, Jerusalem auch. Ja, Jerusalem, Alexandria, ja, also letztendlich müsste ich hier Byzanz einnehmen, Jerusalem, Antiochia und Alexandria. Also schon hier die Region, nicht das ganze Mittelmeer. Wenn man hier bumst, dann könnte man tatsächlich offensichtlich, was super nice ist, das ganze Christentum vereinen. Heftig. Was bringt denn das? Die spandauische Kirche wird das Schisma heilen und sich als einzige legitime Form des Christentums etablieren. Da hat man hier auch gar keine Religionsprobleme mehr, ne? Zumindest unter den christlichen Religionen. Erhält Sondertoleranz Ökumene. Andere christliche Glauben, die die Doktrin Ökumene haben, werden als fehlgeleitet statt feindselig betrachtet.
iPhone 25. Okay, es gibt dann wahrscheinlich doch noch andere christliche Glauben, aber die haben es halt deutlich schwerer. Ja, heftig. Okay, Leute. Ich fand, das war ein richtig gutes Finale. Man könnte jetzt noch, wie schon am Anfang angesprochen, hier jetzt auf Krampf irgendwie Frankreich einnehmen oder aber was, ja, was haben wir davon, so, weißt du? Also, würde jetzt auch echt nochmal ein paar Stunden dauern, allein hier. Also, es sei denn, ich habe einen Anspruchsteller für ein ganzes Königreich, aber allein hier jede Grafschaft oder jedes Herzogtum einzeln da einen Krieg zu führen, dann wieder Waffenstillstand abwarten, dann wieder rein, also es dauert schon extrem lange. Und was haben wir davon? Ich fand, das war jetzt ein richtig gutes Finale. Bin ich ehrlich? Besser wird's nicht mehr. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich muss auch sagen, würde ich jetzt hier noch irgendwas so einnehmen wollen, aus Prinzip, fände ich, wär ein bisschen auf Krampf. Würde mir nicht gefallen. Ja, dann würde ich sagen, ist es an der Zeit, zum Abschluss zu kommen. Ich bedanke mich für das großartige Let's Play. Fand ich richtig geil. Hat richtig Bock gemacht. War, wie ihr schon mitbekommen habt, ein Spiel, was ich nie so richtig auf der Platte hatte. Ich wusste, das gibt es. So, ne, generell diese Paradox-Board-Strategiespiele, sage ich jetzt mal. Und ja, über ein Placement dann wirklich mal auch dadurch arbeitsbedingt darauf fokussiert geworden und Aufmerksamkeit darauf gerichtet und ist eigentlich so, vielleicht sogar vor Bannerlord, für mich das Spiel des Jahres. Ich meine, Mount & Blade Bannerlord war auch insane, aber das hat irgendwie jetzt seit Release ziemlich stagniert. Also, so richtig, ne? Also, ist geil, aber weil, wenn man bei Bannerlord erstmal alles ergründet hat, dann hat man so ja, erstmal so keinen Grund, ne? Das so richtig, ja. Also ich habe einfach gemerkt, Bannerlord war ich dann so nach 200 Stunden ganz gut bedient. Hier bei Crusader muss ich sagen, Crusader Kings, das hat mich komplett aus den Latschen gehauen. Die Tiefe, die Möglichkeiten, wirklich die Qualität des Wiederspielens. Man hat ewig viel zu ergründen, neue Anreize, kann neue Dinge ausprobieren, kann super viel gestalten. Ultra geiles Game. Also wirklich hat mich komplett aus den Latschen gehauen. Bin ein Riesenfan davon geworden. Klar, aktuell zocke ich es jetzt nicht so viel. Ist einfach, weil jetzt interessensbedingt andere Sachen rauskamen. Oder ich, ne, wie schon gesagt, am Anfang FIFA kam jetzt raus. Bin ich voll gehuckt. WoT neu entdeckt. Aber so, ne, das ist halt ein Game, das kann man immer mal wieder, also auch in Jahrzehnten zocken. So wie ich jetzt heute auch immer mal wieder Heroes of Might and Magic 3 oder so auspacke, wisst ihr? So, wenn man reist im Zug oder so. Das ist halt ein richtig gutes Game, wenn man irgendwo unterwegs ist mit dem Laptop oder auch zu Hause im Bett dann nochmal eine Runde. Richtig geiles Game. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich war von Anfang an auch dahingehend mega aus dem Häuschen, wie der Andrang war, wie das Interesse war. Also ich hatte dann wirklich wochenlang auf Twitch, obwohl ich nur zweimal in der Woche streame, meine 11.000 Viewer. Waren insane Zahlen für mich auf Twitch. Bin ja kein Daily-Streamer. Ja, also wisst ihr vielleicht, habt ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt nicht daily streamt oder ich sag mal mindestens viermal in der Woche, ist es schon, hat man Probleme auf Twitch, sage ich mal, da wirklich voranzukommen. Ich habe das immer so eher als Fanservice gemacht über die Jahre, habe jetzt aufgehört, ihr habt es mitbekommen. Aber deswegen waren diese Zahlen ultra heftig, weil die Leute haben halt wirklich dafür eingeschaltet, hatten das immer auf dem Schirm, waren total hinterher. Ihr habt mich so abgefuckt unter den YouTube-Videos, wann wieder Crusader Kings 3? War heftig, auch die VODs, wie die abgegangen sind, holy shit. Solltet ihr das hier nach einiger Zeit sehen, in der Playlist, findet ihr das ganze Let's Play, schaut ihr gerne in die Videobeschreibung. Das hier wäre jetzt ein Livestream auf YouTube und ist jetzt auch ein VOD. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War sehr geil. Ich habe jetzt schon das nächste
Projekt ja angefangen mit Stronghold Crusader. Stronghold Crusader. Mein Gott, auch was mit Crusader. Da zocke ich gerade den zweiten Kreuzzug. Mega geil mit eigenen Regeln. Ist was ganz Neues für mich, Stronghold-technisch. Ich bin total baff, wie geil das, wie viel Bock das macht. Schaut ihr gerne vorbei. Schaut ihr gerne im Discord vorbei, Community-Discord. Auch in der Videobeschreibung. Da reagiere ich viel auf die Community, so gut es halt zeitlich passt. Gibt es auch einen extra Raum, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo ihr mir Feedback geben könnt zu allen möglichen Bereichen. Schaut euch da mal um. Ja, und ansonsten, kann man hier auf YouTube hosten oder raiden oder so? Das habe ich letztes Mal schon gefragt. Ich habe keinen Plan. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Gut, dann beende ich das jetzt hier. Wie gesagt, war mega geil. Hat mich sehr geehrt, dass so viele zugeschaut haben. Auch jetzt noch, obwohl so lange Pause war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Stream. Tschüssi.